Diese Woche hat etwas in Deutschland verändert, schrieb die Süddeutsche Zeitung am 30.06. dieses Jahres. Welche Woche war gemeint? Die letzte Juniwoche dieses Jahres. Und angesprochen war damit der Abbruch des Streiks, den die IG Metall in Brandenburg, Berlin und Sachsen angezettelt hatte, mit dem sie in diesen ostdeutschen Metallbetrieben die 35-Stunden-Woche tariflich durchsetzen wollte. Ganz schön hoch gehängt, die Sache von der Süddeutschen Zeitung. Mit dem Abbruch soll in ganz Deutschland was verändert worden sein. Aber die Süddeutsche Zeitung stand nicht allein. Andere Zeitungen stießen ins gleiche Horn und präzisierten, von der Kapitulation der IG Metall war in der FAZ die Rede. Und die FAZ stellte gar die Frage nach einer Welt ohne Gewerkschaft. Ein Nachruf auf die IG Metall verfasste die Welt. Und die Financial Times Deutschland hielt fest, dass Gewerkschaften das Schicksal der deutschen Wirtschaft nicht mehr bestimmen, sondern für dasselbe belanglos geworden seien. Die Überschrift über diesen hübschen Artikel hieß IG egal. Bemerkenswert und Anlass für so einige Nachfragen ist dabei vor allen Dingen die Sicherheit, mit der die deutsche Presse unisono, das heißt ohne relevante Ausnahmen, den Zerfall der deutschen Gewerkschaften, den Sturz der IG Metall in die Bedeutungslosigkeit vermeldete. Dies, obwohl doch nur eine Branchengewerkschaft, die IG Metall, in einem Arbeitskampf, in einem nach Mitgliedern sogar relativ kleinen und auch noch ostdeutschen Tarifbezirk Berlin, Brandenburg, Sachsen, eine Niederlage hinnehmen musste, die sich obendrein auf ein gewerkschaftliches Anliegen bezog, nämlich die Einführung der 35-Stunden-Woche, deren materieller Gehalt für sich zudem, das sei vorweg behauptet, nachher wird es eingelöst, für sich genommen weder die Aufregung im Vorfeld des Tarifkampfes noch die zitierten Einheitsszenarien, Endzeitszenarien für die deutsche Gewerkschaft nach dem Streikabbruch zu rechtfertigen schienen. Es tut also genauere Betrachtung Not. Was ist denn an dem hämisch konstatierten Zerfall der deutschen Gewerkschaft, an ihrer Selbstauflösung, an ihrer Kapitulation, die gleich ganz Deutschland verändert haben soll, dran? Handelt es sich um das Wunschbild gewerkschaftsfeindlicher Lohnschreiber? Oder ist vielleicht wirklich was dran? Wie tief war denn eigentlich der Fall, von dem dort die Rede war? Wie hoch war die Fallhöhe der deutschen Gewerkschaft? War etwa, so könnte man ja diesen Szenarien entnehmen, bis gestern diese Gewerkschaft ein Bestimmungsfaktor der deutschen Wirtschaft, sozusagen die unabhängige Variable, an der kein Betrieb vorbeikommt, die Gegenmacht, die die Arbeitgeber ständig zu unverantwortlichen Kompromissen trieb, sie mit Streiks erpresste und den Ruin so manchen Betriebs auf dem Gewissen hatte? Es scheint alles auf den ersten Blick sehr übertrieben formuliert zu sein. Einerseits wenigstens. Doch andererseits auch wiederum nicht. Denn wenn man bedenkt, dass sich Politik und Kapital seit geraumer Zeit, an dieser Stelle war häufig genug davon die Rede, einig darin sind, dass der deutsche Wirtschaftsstandort vor allem daran leidet, dass die deutschen Lohnarbeiter zu teuer sind. Und wenn man bedenkt, dass als Sachwalter und Hüter proletarischer Besitzstände die Gewerkschaften gelten, folglich von diesem Standpunkt aus als Bremsklotz vor dem konzertierten Angriff auf die Lohnkosten, ich erinnere an Hartz, Rürup-Kommission, Agenda 2010, als Bremsklotz gelten müssen vor diesen Reformen, dann kann man in gewisser Weise diese hämische Freude, dieses Freudengeheul über die gewerkschaftliche Niederlage, wie es hieß, nachvollziehen.
Vielleicht ist sie ja als exemplarische Niederlage zu werten, als eine Art Beseitigung der genannten Schranken für die deutschen Reformen, als Befreiung der deutschen Wirtschaft von überholten Fesseln, die nicht mehr in die Zeit passen, wie es Wirtschaftspolitiker sagen. Vielleicht ist es ja so gleich gewertet worden von den Zeitungen. Sehen wir genauer zu. Ich habe 3 Teile vorbereitet. In dem ersten Teil werde ich mich mit dieser Tarifrunde selbst ein bisschen genauer befassen. In meinem zweiten Teil werde ich daraus Schlüsse auf das, was Gewerkschaft ist, ziehen. Und in meinem dritten Teil werde ich alle dann noch losen Fragen zusammenbündeln und versuchen zu beantworten. Also, Teil 1. Die Analyse des Tarifstreits selber. Ich fange mal an mit der Forderung, die die IG Metall im Frühsommer in Berlin, Brandenburg, Sachsen aufgestellt hatte. Sie wollte die 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durchsetzen. Sie wollte die 38-Stunden-Woche, die im Osten offiziell galt, auf 35 Wochenstunden im Durchschnitt runterverhandeln. Und die Gewerkschaft ging in diese Tarifrunde, die IG Metall ging in diese Tarifrunde ausgesprochen wohlgemut und geradezu siegessicher. Und dies aus gleich 4 Gründen. Erstens hatten die Metallarbeitgeber nämlich im letzten Jahr Verhandlungen über diesen Gegenstand im Osten der Republik zugesagt. Und das galt der IG Metall gleich schon wie eine Zustimmung zur Forderung selbst. Zweitens hatte sie im Frühling im Osten einen Pilotabschluss bei den Stahlarbeitern zur 35-Stunden-Woche durchgesetzt. Das galt wie ein Versprechen auch für die Metaller. Und außerdem, drittens und vielleicht sogar hauptsächlichst, war sich die IG Metall sicher, auch politisch mit dieser Forderung vollständig richtig zu liegen, besser muss man vielleicht sogar sagen, integrationspolitisch auf der richtigen Seite zu stehen. Denn der Gewerkschaft galt diese Forderung als ein Beitrag zur Beseitigung des sozialen Ost-West-Gefälles. Sie ging davon aus, dass darüber auch die Einheit des deutschen Volkes zwischen Ost und West weiter vorangetrieben werden könnte. Hatte nicht, so frohlockte sie, der Kanzler selbst die Beseitigung der noch bestehenden Ungerechtigkeiten zwischen Ost und West immer noch zu einem wichtigen politischen Ziel seiner Amtszeit erklärt? Na bitte, dann kann man mit so einer Forderung doch eigentlich gar nicht falsch liegen. Und viertens schließlich galt diese Forderung auch der Bedienung des Gerechtigkeitsgefühls von Ossis, die endlich wenigstens ihren westlichen Lohnarbeiterkollegen gleichgestellt sein wollten. Schon wieder doch sehr verantwortungsvoll von der Gewerkschaft gedacht, fast national gedacht. Soweit also die 4 Spekulationen der IG Metall, die mit schnellem Erfolg in der gerechten Sache im Osten rechnete und damit Punkte machen wollte. Zu dieser Siegessicherheit sollte man allerdings noch etwas vermelden. Diese Siegessicherheit speiste sich nämlich nicht, wie den 4 Punkten zu entnehmen ist, aus der Beurteilung ihrer Kampfkraft, nicht daraus, dass sie meinte, in diesem Kampf hätte die Gegenseite überhaupt keine Chance, sondern umgekehrt speiste sich, wie den Punkten zu entnehmen ist, diese Siegessicherheit aus der vorab festgestellten Übereinstimmung ihrer eigenen Anliegen mit denen von Politik und Wirtschaft, zumindest Metallwirtschaft. Die Verbesserung der Lage der ostdeutschen Lohnarbeiter, die Verringerung ihrer Arbeitszeit bei gleichem Lohn,
rückte damit also als gewerkschaftliches Anliegen von vornherein und auch erkennbar gemacht in gewerkschaftlichen Verlautbarungen ziemlich in den Hintergrund. Der Erfolg dieser Tarifrunde sollte sich messen lassen an gewerkschaftlichem Beitrag zur nationalen Einheit, also an der Bedienung eines politischen Anliegens der Nation, das von der Gewerkschaft geteilt wurde. Das materielle Anliegen selbst tauchte nur in der Form der Bemühung um soziale Gerechtigkeit auf, um tarifliche Gleichstellung. Ein Anliegen also, mit dem sich unzufriedene Materialisten kaum, enttäuschte Nationalisten dagegen umso mehr abfinden könnten. Die gewerkschaftliche Forderung war also von vornherein etwas für diejenigen, die ihre soziale Lage vornehmlich an einem tariflich geregelten Ausbeutungsstand im Westen messen, das heißt an einem Tarifvertrag, mit dem im Westen der Gesamtmetallverband seit ca. 20 Jahren ausgesprochen gut gelebt hatte und weniger messen lassen an ihrer eigenen materiellen Bedürfnislage. Für die Gewerkschaft, so kann man resümieren, schien also diese Forderung insgesamt einen ausgesprochen guten Klang zu haben. Ihre sozial- und nationalmoralische Begründung schien unwidersprechlich zu sein. Ernsthafte Einwände von Seiten der politischen und ökonomischen Träger dieses Ladens schien sie nicht ernsthaft zu erwarten. Sie täuschte sich. Es gab einen solchen Widerspruch, und zwar gleich und heftig und reichlich von allen Seiten. Die Arbeitgeber fassten ihre Kritik zusammen. Ich spare mir ausführliches Zitatenmaterial in dem Satz: Die 35-Stunden-Woche wäre für uns, wenn wir sie im Osten durchsetzen müssten, glatter Selbstmord, so Gesamtmetall. Und die Politik sekundierte gleich. Clement, Wirtschaftsminister, sprach von erheblichen Standortnachteilen, die diese Forderung für den Osten mit sich bringen würde. Hübsche Einwände, völlig selbstverständlich, hielten also Politik und Kapital der IG Metall als Argument entgegen, als Argument folgendes entgegen: Genau jener zunächst für ungerecht bezeichnete Zustand im Osten sei es doch, den es als Standortvorteil für den Osten zu erhalten gelte. Der soziale Nachteil, als solcher auch lange Zeit ausgesprochen für die Ossis, sei doch gerade der Standortvorteil und vielleicht sogar und letztendlich auch für die Ossis selber. Die bisherige Freiheit, die im Osten herrschte, in Sachen zeitlicher Benutzung der ostdeutschen Lohnarbeiter, sei doch geradezu, das ist der Kern des Arguments, das Kapital des Ostens, das auf keinen Fall angetastet werden dürfte, wenn nicht der ostdeutsche Standort insgesamt gefährdet werden sollte. So wurde argumentiert gegen die Gewerkschaft, und so scheint man inzwischen auch mit der Gewerkschaft argumentieren zu können. Die 35-Stunden-Woche, mit der das Kapital im Westen doch ca. 20 Jahre, ab 1984 galten die entsprechenden Tarifverträge, umgegangen war, erschien jetzt plötzlich als Forderung für den Osten, als Standortruinforderung. Grund genug, meine ich, diese Forderung und ihre westdeutsche Wirklichkeit einmal etwas unter die Lupe zu nehmen. Ich schiebe einen kleinen Exkurs ein über die 35-Stunden-Woche. Für viele wird es eine Erinnerung sein an alte Argumente. Was ist davon zu halten von der Forderung? Ich füge den Exkurs ein, weil in der öffentlichen Argumentation diese 35-Stunden-Woche immer noch als eine Art Segen für Arbeiter und gerade deswegen
auch als Ruin für den ostdeutschen Standort vorgestellt wird. Vorab lässt sich auf jeden Fall Folgendes sagen. Die alten Blütenträume der Gewerkschaft durch eine Verringerung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden neue Arbeitsplätze schaffen zu können, diese alten Blütenträume sind auf keinen Fall aufgegangen. Da muss man nur einen Blick auf die Arbeitsplatzstatistik werfen. Das ist auch wirklich kein Wunder. Das ist leicht zu erklären. Denn selbst wenn, ich sage wenn, weil es letztlich gar nicht der Fall war, also selbst wenn alle Lohnarbeiter tatsächlich im Wortsinne der Forderung fürs gleiche Geld 3 Stunden pro Woche weniger gearbeitet hätten, so wäre doch dieses Faktum, diese Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei vollem Lohnausgleich für das Kapital selbst nur der Anlass, wie in der Vergangenheit ständig vorgeführt, mehr Arbeit in jede einzelne der insgesamt verkürzten Arbeitsstunden hineinzupacken. Die Mittel dafür sind auch bekannt, wahrscheinlich hier sogar jedermann. Da geht es um Intensivierung, also um schnellere Verausgabung von Arbeitskraft. Da geht es um Steigerung der Produktivität der Arbeit durch Rationalisierung oder am besten gleich um beides. Der Effekt für die Lohnarbeiter, wenn denn diese Forderung dem Wortsinne nach durchgesetzt worden wäre, liegt auch auf der Hand. Die vermehrte Freizeit wird durch vermehrte Verausgabung des Arbeitsvermögens aufgezehrt. Und der relative Lohnvorteil verkehrt sich ins Gegenteil. Und statt neue Lohnarbeiter einzustellen, würden umgekehrt durchaus auch welche entlassen. Aber nicht einmal darum, also um die Umsetzung dieser Forderung, handelte es sich bei dem Jahrhundertdeal von 1984 folgende. Was die IG Metall damals erkämpft hat, das lässt sich zusammenfassen in den Begriff Flexibilisierung der Arbeitszeit. Flexibilisierung der Arbeitszeit, die bis heute ständig in Tarifverträgen und Betriebsvereinbarungen weiter ausgebaut worden ist. Deren Effekt besteht darin, dass heute, und das ist die Wirklichkeit der Umsetzung dieses Tarifvertrages, heute jeder Betrieb so ziemlich jede Arbeitszeit von den Arbeitern abrufen kann, die er braucht. Da ist der 8-Stunden-, der 10-Stunden-, der 12-Stunden-Tag drin, die 35-, 38-, 40- bis 50-Stunden-Woche drin, Überstunden, Sonderschichten, aber auch Kurzarbeit und so weiter. Und all das bei gültigem Tarifvertrag. Über eine 35-Stunden-Woche, die steht so drin. Wie das? Der Trick, der sich dahinter verbirgt, ist ebenso schlicht wie gemein. Die Gewerkschaft hat es nämlich erlaubt, dass sich die wirkliche Arbeitszeit, die tatsächlich verausgabte Arbeitszeit, von der rechnerischen Durchschnittsarbeitszeit vollständig trennt. Wie geht das? Einfach ist es. Da arbeitet der Prolet zum Beispiel 12 Stunden am Tag oder 40 und mehr in der Woche. Da fährt er Conti-Schichten, macht Samstag, Sonntag Arbeit und kommt doch rechnerisch auf 35 Stunden, weil diese Größe ohnehin nur im Monatsdurchschnitt, diese 35-Stunden-Größe, im Monatsdurchschnitt, im Zweimonatsdurchschnitt, im Halbjahres-, im Jahres- oder in einigen Fällen sogar nur noch im Lebensdurchschnitt erreicht werden muss. Und damit der Durchschnitt auf dem Papier aufgeht, bekommt der Lohnarbeiter dann zum Ausgleich zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung in Form von Zwangsurlaub verpasst oder darf bei Absatzflauten ein paar Tage Pause nehmen oder einfach nur Überhänge aufsparen. Und da gibt es dann diese gar nicht lustigen Fälle, dass Leute hunderte von Arbeitsstunden aufgespart haben, entlassen worden sind und sich die aufgesparten Überhänge irgendwo hinschmieren konnten. So geht es zu. So geht es immer noch zu und so steht es in den im Westen gültigen Tarifverträgen. Der Lohnausgleich hat sich dabei ohnehin herausgekürzt, weil die neue Durchschnittsrechnung
die Schönheit in sich birgt, dass bei 12-stündigem Arbeitstag die 4 Stunden mehr Arbeit oder 4,5 Stunden mehr Arbeit dann selbstredend natürlich keine Mehrarbeit sind, die mit Überstundenzuschlägen vergütet werden müssten, sondern bloß, das ergibt sich aus der Rechnung, vorweggenommene spätere Normalarbeitszeit, die ja per Kurzarbeit oder per Zwangsurlaub ausgeglichen werden würde. Weswegen dann natürlich auch selbstverständlich die Überstundenzuschläge entfallen können. Also mit Lohnausgleich war nichts. Was dieser Wahnsinn, dass ich Überarbeit in der einen Phase mit Unterarbeit in einer anderen Phase, wenn es dem Kapital passt, ausgleichen soll. Was dieser Wahnsinn für die Leute heißt, liegt auf der Hand. Das heißt nichts anderes als Mehrarbeit ohne entsprechende Mehrbezahlung. Das heißt Anpassung der Arbeitszeit ans betriebliche Arbeitsvolumen ohne entsprechende Zusatzkosten. Das heißt mobiler, also intensiverer und effektiverer Arbeitseinsatz ohne entsprechende Mehrkosten und so weiter. Dass dabei für den Proleten und seine Familie überdies jede Festigkeit des Arbeitstages, jede Planbarkeit der Woche und des Jahres, jede Planbarkeit, die für ihn und sein Arbeitsleben eine Notwendigkeit ist, zerstört wird, dass also Ruhe- und Freizeitbedürfnisse überhaupt nur dann Gültigkeit beanspruchen können, wenn sie in die langfristige Zeitplanung des Kapitals passen, ist die sichere Konsequenz davon gewesen und gilt inzwischen längst als Selbstverständlichkeit. Soweit also Erinnerung an das, was die 35-Stunden-Woche tatsächlich gebracht hat. Ende des Exkurses. Jetzt nochmal eine Zwischenfrage. Was denn? Das soziale Gehalt dieses Dienstes der Gewerkschaft als Arbeitervertretung ist, beziehungsweise was sie treibt, wenn in der Endkonsequenz, wie das ausgeführt wurde, Arbeiterbenutzung oder gewerkschaftliche Mitwirkung der Konsequenz auf hinausläuft, dann kann man es ja gleich ins Kapital verlassen. Ich darf dich bitten, ein klein bisschen zu warten. Die Frage ist, wie es deine Fragen an sich haben, vollkommen berechtigt. Ich möchte es aber nach und nach entwickeln. Und das Ende, und das läuft auf das Ende hinaus, die Letztauflösung, die du fragst, nicht schon am Anfang bringen. Wenn du Verständnis hast dafür, klein bisschen warten, ich mache dann weiter. Ich verstehe dich nicht. Es sollte eine Erinnerung sein an diesen Berufsunterreden oder Gesichtspunkt des gewerkschaftlichen Idealismus. Ja, es sollte doch irgendwie für den Lohn, für den Lohnarbeiter was rumkommen, auch nur so, dass er bei der Lohnarbeit irgendwie den Zwang der Lohnarbeit nachkommen können soll. Also das
Also du stellst die Frage. Doch, da gibt es schon eine Differenz. Also du stellst die Frage, was ist dabei für die Lohnarbeiter herumgekommen? Das ist der Kern deiner Frage. Ob nur eines Idealismus ist der Vertretung des Lohnarbeiterinteresses und Gewerkschaftsleistung. Die Arbeiter sollen in die Lage versetzt werden, weiterhin deinen Gedanken nochmal in Form eines anderen Arguments nachtragen. Ich glaube, das ist das, worauf du hinaus willst. Inwieweit das mit gewerkschaftlichem Idealismus zu fassen ist, ist eine andere Sache. Da würde ich sagen, reden wir nachher nochmal drüber. Bei deinem Hinweis fühle ich mich an folgendes Argument erinnert. Das kann man an der Stelle noch nachtragen. Das ist korrekt. Die Gewerkschaft, die ja antritt, die Lage der arbeitenden Klasse, in dem Fall in der Frage der Arbeitszeit, zu verbessern. Der fällt, und wenn man sich die alten Publikationen, die mit der Sonne zur 35-Stunden-Woche nochmal anschaut, dann fällt einem auf, dass die Argumentation der Gewerkschaft gar nicht so sehr von der Verbesserung redet, sondern dass sie davon redet, was die Lohnarbeiter vorher schon alles aushalten mussten. Sodass ich die Forderung nach der 35-Stunden-Woche bei Lichte besehen, nicht als eine Verbesserung ihrer Lage, bei dem, was noch geblieben ist tatsächlich, sondern als eine nachholende Berücksichtigung und Korrektur der Resultate der freien Benutzung der Arbeitszeit durch das Kapital darstellt. Diese Freiheit hat offensichtlich schon, ich erinnere auch nochmal ans 8. Kapitel K1, dazu geführt, dass die Lohnarbeit zeitlich so beansprucht worden ist, dass die Verkürzungsforderung sich ausnahm wie eine notwendige Korrektur, damit, jetzt kommt dein Argument, die Arbeitszeit überhaupt nur aushaltbar war. Das ist vollkommen korrekt. So muss man auch vernünftigerweise den Ausgangspunkt der Forderung benennen. Das ist nicht Verbesserung, sondern es ist nachholende Korrektur von Wirkungen, die übrigens nicht zuletzt auch dank gewerkschaftlich eingeräumter Freiheit das Kapital mit der Lohnarbeit angestellt hat. Erstmal so weit. Die weitergehenden Sachen, die du angesprochen hast, möchte ich bitte nachher ansprechen. Also soweit erstmal zur Erinnerung. Das ist es, womit die Gewerkschaft die Ostmetallbetriebe, die Ostmetaller beglücken wollte. Und dennoch ist es genau diese Wirklichkeit, von denen die Metaller im Westen genau wussten, was sie davon hatten, die sofort auf den heftigsten und lautstärksten Protest von Kapital und Öffentlichkeit gestoßen war. Ein Protest, dem sich die Bundesregierung anschloss, wenn sie nicht sogar ihr Vorreiter war. Und zwar ungeachtet des von der Gewerkschaft ja in den Vordergrund gerückten Vereinheitlichungsgedanken, der doch nur Einheit, nationale Einheit und Gerechtigkeit schaffen sollte, naja, vielleicht sogar aber auch eingedenk dieses Inhalts. Da wird von der IG Metall diese relative Freiheit in Sachen Arbeitszeit bereits im Vorfeld der Verhandlungen dem Osten zugestanden, und dennoch soll die Einführung dieser 35-Stunden-Woche im Osten der Republik gerade die im Entstehen befindlichen blühenden Landschaften, ich erinnere an Kohl, wieder zum Verwelken bringen. Wie das? Wie das?
Die einfachste Antwort auf diese Frage lautet: Trotz ihres offensichtlichen Einladungscharakters für das Kapital ist scheinbar die 35-Stunden-Woche und die Forderung danach im Jahre 2003 ein bisschen was anderes als im Jahre 1984. Der Verband Gesamtmetall macht das deutlich, indem er auch noch im Vorfeld der Tarifrunde die Logik der klassischen Tarifrunde umdreht und seinerseits nun die IG Metall mit Forderungen konfrontiert, die seine Vorstellungen von nationaler Gleichheit und Gerechtigkeit zum Ausdruck bringen. Diese Forderungen von Gesamtmetall lauteten: Statt im Osten die 35-Stunden-Woche einzuführen, muss umgekehrt und ganz dringend im Westen mindestens wieder zur 38-Stunden-Woche zurückgekehrt werden, am besten sogar im Osten und im Westen ganz gerecht und gleich die 40-Stunden-Woche, natürlich alles ohne Lohnausgleich, eingeführt werden. Tja, so ist es eben mit der Gleichheit und der Gerechtigkeit nebenbei gesagt. Sowas kann manchmal zu einem richtigen Rohrkrepierer werden. Dass diese Forderung ungleich und ungerecht gewesen wäre, kann man ihr ja nicht vorwerfen. Bemerkenswert ist noch die zusätzliche Begründung von Metall, der man auch was entnehmen kann. Ich zitiere wieder von dem Chef von Gesamtmetall, Kannegießer, der sagt: Es macht einen großen Unterschied, ob man pro Jahr und Mitarbeiter mit 1800 Stunden tariflicher Arbeitszeit kalkulieren kann, wie in vielen konkurrierenden Standorten des Ostens, meint er, oder nur mit 1535 Stunden im Jahr, wie in der westdeutschen Metallindustrie. In Ostdeutschland sind es derzeit noch 1666, also irgendwo in der Mitte, Stunden. Dieser Standortvorteil ist für die Region lebenswichtig. Jetzt kommt ein wunderschöner Satz: Wie ein trockener Schwamm muss der Osten jede Möglichkeit des Kostenvorsprungs aufsaugen. Wie ein trockener Schwamm. Damit ist klar, was der Gesamtmetallverband an der 35-Stunden-Woche auszusetzen hat. Es sind zwei Dinge. Zum einen der Kalkulationsrahmen mit der Jahresarbeitszeit, in denen, ich habe es bereits gesagt, der Westen bisher jede noch so absurde, aber gewünschte Arbeitszeit unterbringen konnte, notfalls mit nachgereichten Betriebsvereinbarungen, reicht nicht. Im Westen für Gesamtmetall nicht und im Osten schon gleich nicht. Dem Zitat ist zu entnehmen, dass die Kalkulationsfreiheit überhaupt sich in einer festgelegten Jahresarbeitszeit bemessen soll. Das ist es. Und das ist es in erster Linie, was die Metallkapitalisten stört. Und noch ein zweites stört sie. Es ist natürlich klar, nochmal zurück zum Zitat, dass der trockene Schwamm, der jeden Kostenvorsprung aufsaugen muss, überhaupt keine Ausgleichsregelung, weder Freizeit noch Lohnausgleich verträgt. Das versteht sich von selbst. Dabei ist es zunächst vollkommen gleichgültig, was da an so einer Ausgleichsregelung die Metallarbeitgeber tatsächlich stört. Ob es irgendwelche Kosten sind, die dadurch anfallen mögen, dass tatsächlich ausgeglichen werden muss, oder ob es der Umstand ist, dass sich doch tatsächlich durch einen solchen Vertrag bei den Lohnarbeitern unerhört Ansprüche ansammeln könnten, mit denen sich dann die Betriebe herumschlagen müssen. Der Standpunkt in dieser Frage heißt also: Beides gehört sich nicht. Ein begrenzter Kalkulationsrahmen gehört sich nicht und Akkumulation von Ansprüchen, die dann der Betrieb auch noch berücksichtigen muss, gehört sich nicht, zumal im Osten inzwischen ja der Maßstab, und zwar nicht nur im Osten gilt, die Leute doch sollen doch froh sein, dass sie überhaupt irgendwie beschäftigt werden. So,
das war die allseits bekannte Ausgangslage, bevor es dann in den Tarifstreit ging. Und das heißt, ich ziehe eine Konsequenz daraus, dass bereits zu Beginn der Tarifrunde eigentlich der Streitgegenstand unverhandelbar war. Da forderte die IG Metall Arbeitszeitverkürzung im Osten und Gesamtmetall forderte Arbeitszeitverlängerung im Westen und im Osten gleich mit dazu. Das war von der Sache her unverhandelbar, aber auch von der in Anschlag gebrachten Tariflogik her war es unverhandelbar. Die IG Metall stellte eine Forderung ans Metallkapital und das konterte, wie gezeigt, hier im Osten und heute in der ökonomischen Krise und angesichts überhaupt der osteuropäischen Konkurrenz, da kann doch überhaupt nur einer Forderungen stellen. Und das sind wir, Gesamtmetall, basta. Es wundert nicht, dass die Tarifverhandlungen selbst und ihr Verlauf bis hin zum Streik diesen Befund, das war ziemlich unverhandelbar, exakt bestätigt haben. Dazu noch ein paar Anmerkungen. Zum einen hat Gesamtmetall in der Tat jede, aber auch jede Angebotsvariante hinsichtlich der 35-Stunden-Woche durch IG Metall rundweg abgelehnt. Und da sind einige Varianten zustande gekommen. Es waren insgesamt, wenigstens in die Öffentlichkeit, sind 4 gedrungen. Ich gehe die mal kurz ein bisschen durch, weil das ist schon heavy, was da passiert ist. Die erste Variante der Verwandlung der 35-Stunden-Woche in ein Angebot ans Kapital hieß, die 3 Stunden weniger Arbeitszeit sollten gar nicht mehr Freizeit für den Arbeiter sein, sondern ein in die Freizeit der Lohnarbeiter verlagerter Dienst fürs Kapital. Das Angebot hieß 3 Stunden, nicht Freizeit, sondern betriebliche Weiterqualifizierung. Das Kapital sagt, abgelehnt. Nächste Forderung. Aus der 35-Stunde wurde mal eben schnell eine 37-Stunden-Woche. Ab 2004 verbunden mit dem Angebot, den sogenannten Entgeltrahmentarifvertrag zu verschieben. Entgeltrahmentarifvertrag, was ist das? Nur ein Satz dazu. Das ist ein Rahmentarifvertrag, der Arbeiter und Angestellte nach denselben Richtlinien bewerten und entlohnen soll. Ein einziges Zitat von der Metallseite reicht, um klarzumachen, was es damit auf sich hat. Das führe ich auch nicht weiter aus. Da hieß es, der Entgeltrahmentarif darf für den Betrieb auf keinen Fall zu einer Verteuerung der Lohnkosten führen. Schließlich wollen wir mit ihm die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe langfristig sichern. Naja, bitteschön. Mehr muss ich nicht sagen. Egal, wie das im Einzelnen funktionieren soll. Gedacht war das Ganze als Lohnkostenverbilligung. Von daher war das von der IG Metall nicht mal ein Angebot. Trotzdem nett von Seiten Gesamtmetalls. Drittens, aus der 37-Stunden-Woche wurde, das ist eine berühmte Geschichte, berühmte Logik, ein Korridor zwischen 35 und 40 Stunden, der ab 2006 gelten sollte und in dem die Betriebe sich je nach Lage einfädeln sollten. Jetzt. Und der letzte, schließlich, besteht darin, dass die IG Metall sich gänzlich von der 35-Stunden-Woche verabschiedet hat. Sie sollte nur noch nach Maßgabe der Produktivitätssteigerung des Kapitals, natürlich nach deren eigener Feststellung, bis zum Jahre 2011, in einigen Fällen hieß sogar ohne verbindlichen Zeitrahmen, da sollte irgendeine Wochenarbeitszeitsenkung durchgeführt werden, die es erlaubt, durch Rechenkunststücke, dass wenigstens im Tarifvertrag noch die Zahl 3 und die Zahl 5 irgendwie auftaucht. Also die 35 würde zwar noch im Tarifvertrag stehen, aber was die Arbeitszeit für die Leute hieße, das stünde in den Sternen. Für den Betrieb bestünde die Möglichkeit, nach Gusto zu verfahren,
welcher Betrieb gibt schon von sich aus zu, dass seine Geschäftslage in der Tat Zugeständnisse an die Lohnarbeiter in Sachen Arbeitszeit und Lohnausgleich erlaubt. Aber auch hier, nein, nix, Schluss, aus. Fazit, eure Forderungen, Fazit von Gesamtmetall, eure Forderungen, in welcher Variante auch immer, sind für uns unverhandelbar. Das war die Seite des Forderungsinhalts, wie damit umgegangen wurde. Jetzt gab es aber noch etwas. Gesamtmetall hat sich nämlich geweigert, sich während des Tarifvertrages überhaupt auf die klassischen Verlaufsformen des Tarifstreits, also auf die klassischen Formen, die in dem Regelwerk enthalten sind, die für beide Seiten Rechte und Pflichten, Instrumente und Methoden vorsehen, einzulassen. So ist sie gegen den Streik nicht mit Aussperrung, sondern mit Polizeigewalt vorgegangen. Hat die Polizei rufen lassen. Die ist nicht mit Schlichtung, sondern mit Gerichtsbeschlüssen gegen Blockadeaufrufe vorgegangen. Und sie ist schließlich mit einer groß angelegten Propagandakampagne gegen die IG Metall vorgegangen, der sich Politik und die gesamte Öffentlichkeit unisono angeschlossen hat. Also die klassischen Kompromisse im Tarifstreit, Verhandlungen über Kompromisse, die klassischen Instrumente, Verhandlungen über Kompromisse, scheitern lassen, Schlichtung, Aussperrung bei Streiks und so weiter, nichts davon, stattdessen greift die IG Metall, aber das Rechtswesen erlaubt das ja auch, zu staatlichen Gewaltmaßnahmen in diesem Arbeitskampf. Gesamtmetall. Zu staatlichen Gewaltmaßnahmen in diesem Arbeitskampf. Das heißt, zusammengefasst, nicht nur hat Gesamtmetall jede von der IG Metall auch noch so zurückgenommene und unkenntlich gemachte tarifliche Forderung zu einer unzumutbaren, also gar nicht mehr verhandelbaren Schranke ihrer Geschäftskalkulation erklärt. Darüber hinaus weigerte sie sich, auch den vorgeschriebenen Weg tarifautonomen Verhandelns, verweigerte sie sich dem und lehnte die dafür vorgesehenen Instrumente ab. Diese Instrumente bis hin zur Aussperrung galten ihnen, so haben sie auch erklärt, ab sofort nicht als Instrumente in der autonomen Tarifauseinandersetzung, sondern als unzulässige Störung des Geschäfts. Übrigens der Form nach geschah es immer so, dass sich Gewerkschaft und Kapital gegenüber saßen. Aber die einen versteinert nicht. Zu der Propagandakampagne noch ein Wort. Die spielte eine besondere Rolle in dem ganzen Tarifstreit. Diese Propagandakampagne, mit der sich die IG Metall konfrontiert sah und die Kapital, Politik und Öffentlichkeit einschloss, zog nämlich wirklich alle Register. Täglich konnte die IG Metall nachlesen, dass ihr Anliegen, das sie so siegessicher gemacht hatte, nämlich eine soziale Frage als nationale und Gerechtigkeitsfrage aufzuziehen, eine im Westen bereits bewährte Methode des Umgangs mit Arbeitszeit einzuführen, nichts anderes im Osten, nichts anderes sei als ein Beitrag zur Ruinierung des ostdeutschen Standorts. Und das stand, und danach stand dieser Gewerkschaft wahrhaftig nicht der Sinn. Das war für sie in der Tat, da es von allen Seiten in der Gesellschaft auf sie niederprasselte, harter Tobak, das musste sie dementieren. Und als schließlich noch, das ist dann der letzte Punkt, der das Fass für sie zum Überlaufen brachte, dann noch BMW, Daimler-Benz, VW, Siemens Kurzarbeit ankündigten bzw. androhten, weil die Zulieferung aus dem Osten nicht mehr klappte. Dabei will ich mich in den Streit, ob das tatsächlich der Fall war oder ob vielleicht Kurzarbeit hier oder dort dem einen Betrieb gut in die Kalkulation passte, gar nicht einmischen. Wenigstens als das öffentlich angedroht wurde, und als die Betriebsräte dieser Multis, allesamt natürlich IG Metaller, diese Streikausweitung
auf den Westen. Diese, wie die Gewerkschaft es nannte, Fernwirkung, Kurzarbeit dort wegen Streik hier. Nicht etwa, könnte ein Gewerkschaftsidealist vielleicht immer noch denken, begrüßten, weil es doch schließlich Sinn und Zweck eines Arbeitskampfes sei, durch Geschäftsschädigung Druck aufs Kapital auszuüben, sondern als sie ganz im Gegenteil diese Wirkung als Anschlag ihrer eigenen Gewerkschaft auf ihren Betrieb, VW, BMW etc. werteten, der sofort zu unterbinden sei, wenn nicht Arbeitsplätze gefährdet werden sollten. Übrigens eine Forderung, die auch sofort und eilfertigst sekundiert wurde vom Kanzler Schröder. Da hat dann die IG Metall in der Tat keine andere Möglichkeit mehr gesehen, als sich dem kollektiven Urteil von Politik, Öffentlichkeit, von Kapitalseite und eben auch der eigenen Betriebsräte zu beugen. Sie hat den kollektiven Befund, sie würde sich mit ihrer Forderung und dem Streik als Totengräber der ostdeutschen Wirtschaft, sie hat diesen kollektiven Befund, wenn nicht für bare Münze genommen, so doch nicht mehr ausgehalten. Nicht mehr ausgehalten. Sie brach den Streik bekanntlich ergebnislos und ohne weitere Umstände, also ohne Urabstimmung und Ähnliches, ab und erklärte ihn zugleich, und auch das wiederum sehr überraschend und ganz gegen gewerkschaftliche sonstige Gepflogenheiten, in aller Öffentlichkeit für die schwerste Niederlage ihrer eigenen Geschichte. Doch was hat sie gemeint mit Niederlage? Das ist schon klar. Sie hat nicht gemeint, sie hätte da in einem Kampf gegen das Kapital den Kürzeren gezogen. Etwa weil die Streikfront gebröckelt oder die Streikkasse leer gewesen sei. Es war ja auch gar nicht so, dass sie an ihrer Forderung hätte festhalten wollen, aber angesichts des übermächtigen Gegners Gesamtmetall leider für die Metallarbeiter diesmal nichts habe durchsetzen können. Das war es gar nicht, was bei ihr Niederlage hieß. Die Metallarbeiter des Ostens tauchten in ihrer Auslegung von Niederlage überhaupt nicht mehr auf. Eine Niederlage war diese Tarifrunde nämlich für die IG Metall deswegen, weil sie sich einer geschlossenen gesellschaftlichen Front gegenüber sah, die an ihrer Forderung und an ihrem Tarifstreit ihre gesellschaftliche Ausgliederung, Ausgrenzung betrieb, wo sie mit der 35-Stunden-Woche einen Beitrag zur nationalen Sache leisten wollte, zur sozial-nationalen Sache, könnte man sagen, leisten wollte, galten plötzlich die Forderungen und der Tarifstreit als Vaterlandsverrat. Ihr Ansehen als verantwortliche, nationalen Anliegen verpflichtete Kraft stand damit für sie ganz prinzipiell auf dem Spiel. Und eben das ist es, was die Gewerkschaft Ende Juni nicht ausgehalten hat. Soweit mein erster Teil und die Analyse dieses Tarifstreits und seines Abbruchs. Die Einstiegsfrage, mit der ich vorhin begonnen habe, was es denn mit dem Presseurteil auf sich hat. Hier haben die Gewerkschaften kapitulieren müssen. Das sei ein endgültiger Abschied vom Klassenkampf, hieß es in der FAZ sogar. Hier sei ihre Macht endlich angegriffen worden, irreversibel beschädigt. Diese Einstiegsfrage, was es damit auf sich habe, ist in einer Hinsicht beantwortet worden. Das ist klar. Eine Gegenmacht ist da nicht gebrochen worden. Da ist keiner Gewerkschaft, die als Kampforganisation tatsächlich auf der Verbesserung der Lage der arbeitenden Klasse beharrte und dafür tatsächlich Kämpfe gegen Staat und Kapital bis zum Ende ausfocht, eine Niederlage beigebracht worden. Gegenmacht in diesem Sinne, wie es in den Szenarien der Presse vorgestellt wurde,
stellte die IG Metall überhaupt nicht dar, ja wollte sie inzwischen auch gar nicht mehr darstellen. Vielmehr hat sich gezeigt, dass diese größte Einzelgewerkschaft der Welt ihre Macht, die sie als Kollektiv organisierter Lohnarbeiter natürlich zweifellos besitzt, das ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass diese Macht primär dazu benutzt, sich mit ihren ökonomischen und sozialen Forderungen als verantwortliche und nationalen Anliegen verpflichtete Kraft zu profilieren und darüber an Ansehen als konstruktive Kraft in der Gesellschaft zu gewinnen. Also diese erste Sache ist dementiert. Das ist nicht das, was da Entmachtung heißt. Es ist also zugleich ein sehr hartes Urteil über die Gewerkschaft herausgekommen aus der Analyse dieses Tarifstreits und ihres Ergebnisses. Und man kann es niemandem verdenken, wenn er angesichts eines solchen Befundes mal die Frage stellt, was hat so ein Verein eigentlich noch mit Gewerkschaft zu tun? Was hat so ein Verein eigentlich noch mit Gewerkschaft zu tun? Ich will diese Frage aufnehmen, aber ich will sie anders formulieren. Ich will sie so formulieren. Ist die Entwicklung der Gewerkschaft zu einem solchen Verein eigentlich zwangsläufig notwendig? Muss das so sein? Ist das der vorgegebene Weg für eine Gewerkschaft, Arbeiterinteressen nur noch zu kennen, wenn sie mit nationalen Anliegen verträglich sind oder verträglich gemacht werden können und ihre Kampfkraft nur noch so einzusetzen gewillt ist, dass dem Gegner möglichst kein Schaden zugefügt wird? Meine Antwort auf diese Frage ist klar und bündig. Nein. Nein, natürlich nicht. Das muss überhaupt nicht so sein. Keineswegs. Dass Karl Marx, ich zitiere mal aus der Deutschen Metallarbeiterzeitung, von 1885, dass Karl Marx die Trade Unions, die ersten Gewerkschaften also, als Schulen für den Sozialismus bezeichnete. Ich lese das ganze Zitat mal vor. Die Gewerkschaften sind Schulen für den Sozialismus und in der Gewerkschaft werden die Arbeiter zu Sozialisten herangebildet, weil ihnen tagtäglich der Kampf mit dem Kapital vor Augen geführt wird. Ende des Zitats. Das stimmt. Und hat seine Grundlage eben schon darin, dass der Ausgangspunkt, und zwar der bleibende Ausgangspunkt jeder Gewerkschaft in der Erfahrung der Gewerkschaft, ich sage nicht Einsicht, sondern Erfahrung der Gewerkschaft besteht, dass die Arbeit in der kapitalistischen Fabrik auf Dauer eben nicht auszuhalten ist und dass vom Lohn, wenn er denn überhaupt fließt, der Lebensunterhalt für ein Arbeiterleben nicht zu finanzieren ist, dass sich folglich Arbeiter kollektiv zur Gegenmacht zusammenschließen müssen, um mit Drohung von Geschäftsschädigung oder tatsächlicher Schädigung des Kapitals wenigstens die Aushaltbarkeit ihrer sozialen Lage zu erkämpfen. Das ist der Ausgangspunkt, ich sage sogar der bleibende Ausgangspunkt, und das hat Marx mit seinem Satz auch gemeint. Nochmal zusammengefasst, dieser Ausgangspunkt, und ich betone bleibender Ausgangspunkt, ist die Erfahrung des unaufhebbaren Gegensatzes zum Kapital. Es ist zweitens die Erfahrung, dass mit Bitten und guten Argumenten bei diesem Gegner nichts läuft, vielmehr das Kapital durch Zugeständnisse überhaupt nur zu irgendetwas gezwungen werden kann. Und es gibt noch eine dritte Erfahrung, die Gewerkschaften gemacht haben, nämlich die, dass sich dabei der bürgerliche Staat überhaupt nicht gewerkschaftsfreundlich aufgespielt hat, wie ich im Folgenden noch zeigen werde. So, das ist der Ausgangspunkt jeder Gewerkschaft. Und ich sage, der bleibende Ausgangspunkt. Warte mal, das, was du da behauptest, hast,
dass es eine Erfahrung sein soll, des unaufhebbaren Gegensatzes zum Kapital. Das halte ich für falsch. Das eine ist, bei einer Auseinandersetzung, die vielleicht mal geführt wird oder in der Vergangenheit geführt worden ist, auf die Nase zu fallen. Oder festzustellen, man hat eine Lohnerhöhung durchgesetzt und die wird wieder in den nächsten Jahren zunichte gemacht. Das ist das eine. Das ist noch eher quasi sowas wie eine Tatsache. Dass diese Tatsache quasi automatisch wie eine Erfahrung und dass daraus so ein Schluss herauskommt, das ist der Gegensatz zur Erfahrung, dass es einen unaufhebbaren Gegensatz zum Kapital gibt und dass von daher eine Gewerkschaft sowas sein soll wie eine Schule des Sozialismus, das halte ich für verkehrt. Und das Gegenteil, dass so eine Erfahrung überhaupt nicht so per se herauskommt, da ist ja das, was du im Vorfeld vorgetragen hast, ja wohl das beste Beispiel. Oh, dann ist es ein wichtiges Missverständnis, was gewonnen werden soll. Nein. Sag mal. Okay, ich war fertig. Die Erfahrung ist erstmal der schlichte Sachverhalt, dass in dem Moment, wo das Kapital zum Beispiel sagt, die Geschäfte laufen schlecht, liebe Leute, die Geschäfte laufen schlecht, wir müssen uns jetzt überlegen, ob wir mit dem bisherigen Personalbestand so weiterwirtschaften können, weil wir können uns euch leider wegen unserer schlechten Gewinnlage nicht mehr leisten. Derjenige, der auf der anderen Seite des Raums sitzt und sich diese Erklärung anhört, sofort weiß, er muss sich jetzt überlegen, wie er sich auf die neue Lage einstellt, weil er hat nämlich überhaupt als einzelner Mensch überhaupt kein praktisches Gegenmittel gegen diese Ankündigung, irgendetwas anderes zu tun, als sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob er demnächst derjenige ist, der zum Arbeitsamt gehen muss, welche Lohnsenkung er sich gefallen lassen muss, ob es ihn trifft oder den Kollegen und so weiter und so fort. Das ist die schlichte Erfahrung, dass immer dann, wenn das Kapital eine Ankündigung macht, sei es in einer guten oder einer schlechten Geschäftslage, derjenige, der von der Ankündigung betroffen ist, sich immer nach der Decke strecken muss, weil er als die Manövriermasse dieser Entscheidung keinen praktischen Hebel hat, in irgendeiner Weise auf sie einzuwirken. Ich kann es doch nochmal so sagen. Ja, warte mal, ganz kurz. Das ist die Erfahrung. Bis zu dem Punkt erstmal gehe ich überein, um das abzuhaken. Mhm. Und jetzt wird es aber doch spannend an der Stelle, wenn sie sagt, so Lachs, jetzt muss er sich den Kopf darüber zerbrechen. Richtig. Ja, genau, da wird sich tüchtig der Kopf drüber zerbrochen und sehr unterschiedliche Konsequenzen gezogen. Auch in den Gewerkschaften. Mein nächster Satz in meinem Manuskript hieß, das sind die drei Erfahrungen. Und aus diesen drei Erfahrungen lassen sich durchaus andere Schlüsse ziehen, andere Lehren ziehen, als die Gewerkschaft sie leider gezogen hat. Also bitteschön, die Erfahrungen nicht gleichsetzen mit den Lehren, mit den Schlüssen, die die Gewerkschaft rausgezogen hat. Und mein ganzer zweiter Teil besteht nur darin, zu sagen, ja, was denn für Schlüsse hätte man vielleicht ziehen können und welche sind gezogen worden. Also das bitteschön nicht gleichsetzen. Du hast in deinem Schlusspunkt recht. Ja, da müssen wir hinkommen. Das ist gerade das, was zu erklären ist. Wie kommt man von der Erfahrung, dieser dreifachen Erfahrung, zu dem, was sich in dem ersten Teil als Gewerkschaft heute präsentiert? Das will ich zeigen. Was meinst du jetzt mit dreifach? Erstens Erfahrung des Gegensatzes. Daraus folgt, wenn man überhaupt was will, muss man die schädigen, per organisierten Kampf schädigen. Und dritte Erfahrung, der bürgerliche Staat hat sich nie auf ihre Seite geschlagen, sondern umgekehrt. So. Also ich ziehe, das ist sozusagen die eine... Ich möchte zu dem Argumentpunkt nochmal was sagen. Ja. Weil das nämlich, das Perfide daran ist, dass wenn die Geschäftsleitung sich vorne hinstellt und ihre Entscheidung begründet, jeder weiß, dass das überhaupt keine Begründung ist.
sondern die schlichte Bekanntgabe eines Interesses, das zu dem eigenen im Gegensatz steht. Und das ist erstmal der schlichte Ausgangspunkt für das praktische Wissen darum, dass deswegen Argumente dagegen auch nichts nützen. Ja. Das weiß jeder Lohnarbeiter. Jeder weiß das. Man kann übrigens das, was die Marx gesagt hat, auch nochmal so zusammenfassen. Ein Arbeiter macht die Erfahrung, dass er notwendigerweise mit Lohnarbeit Geld verdienen muss. Und was kommt dabei raus? Sein Leben lang kommt raus, das Geld reicht nie für sein Leben. Was willst du denn noch an Erfahrung haben für diesen Gegensatz? Noch ganz unabhängig davon, ob er jetzt immer wieder kämpft und Tarif und so weiter. Das bleibt als Ausgangspunkt. Gut. Also meine erste Frage, meine erste Antwort auf die Frage, muss das so sein, heißt nein. Ich habe aber eine zweite Antwort auf die Frage auch noch, die heißt, naja, zufällig ist es aber nicht. Erklärend kann man es schon. Und erklärt wird's. Das ist ja gerade Gegenstand dieser Intervention eben. Erklärt wird's, dass offensichtlich aus diesen Erfahrungen sich richtige und falsche Schlüsse ziehen lassen. Und jetzt ist schon eins klar, die Gewerkschaft hat falsche Schlüsse draus gezogen. Und über die will ich in meinem zweiten Teil was sagen. Eins will ich noch einfügen. Eins ist auch klar, dass das Marx-Zitat keine Allgemeingültigkeit hat. Weil das hast du jetzt ja auch gesagt. Also weil so möchte ich ihn auch nicht hier an die Wand ermalen lassen. Sondern du sagst jetzt ja auch selber, dass du jetzt die verschiedenen Wege, wo du auch sagst, bei bestimmten Abweichungen, man denkt jetzt vielleicht an den DGB, das sind keine Zufälligkeiten, die willst du jetzt ja gerade auch erörtern. Insofern gebe ich aber auch ein bisschen Ruhe jetzt mal einen Moment und sage, kommen wir doch dann nachher mal auf das Marx-Zitat zurück. Aber ich gebe keine Ruhe. Ja, also schau mal her. Wenn du die Analyse des ersten Teils nimmst, von mir aus als jemand, der als Gewerkschafter noch seine sieben Sinne beieinander hat, ja, ist das nicht sofort die Lehre, den ganzen Laden wegzuputzen und Sozialist zu werden? Dass die Gewerkschaft jeden, der so argumentiert, rausschmeißt, das ist eine hübsche Entwicklung. Die spricht aber nicht gegen das Marx-Zitat. Aber wir kommen nochmal darauf zurück am Schluss. Nochmal anders. Die Schule kann halt das Lernen nicht ersetzen. Richtig. Also, das sind die drei Erfahrungen. Das ist die Notwendigkeit, die objektiv dem Proletariat aufgeherrscht worden ist. Es muss kämpfen, um überhaupt sein Leben als Lohnarbeiter fristen zu können. Aber ganz offensichtlich lässt sich mit dieser Notwendigkeit, dieser objektiven Notwendigkeit, dieser bleibenden Notwendigkeit, sehr unterschiedlich umgehen. Man könnte beispielsweise aus diesen drei Erfahrungen, die sich in der Notwendigkeit zusammenfassen, den Schluss ziehen. Ich habe es schon eben kurz und ganz unwissenschaftlich ausgesprochen, dass offensichtlich an den kapitalistischen Verhältnissen etwas sehr prinzipiell nicht stimmt, weswegen das Resultat erheblicher Mühsal im Dienste von Fabrik nicht einmal ausreicht, um für sich vernünftige Lebensumstände zu sichern. Karl Marx hat in der Tat im Kommunistischen Manifest das ausgesprochen, hat für diese vernünftigen Schlüsse, an den ganzen Laden wegzupatzen, die Verhältnisse, den Verhältnissen aufzuräumen, europäisch weit Arbeiterbewegungen agitiert. Die Gewerkschaften haben einen anderen Schluss gezogen. Sie haben dagegen den Kampf um Verbesserung der Lebensumstände der Arbeiterklasse im Kapitalismus auf ihre Fahnen geschrieben. Im Kapitalismus. Sie haben aus dem Umstand, ich formuliere es ruhig mal als einen Fehlschluss, dass Lohnarbeiter alternativlos aufs Geldverdienen per Arbeit fürs Kapital angewiesen sind, alternativlos, den Schluss gezogen, dass dann aber auch die Lohnarbeit, und zwar ihrer kapitalistischen Natur nach,
als dass dem Arbeiter zustehende Lebensmittel taugen muss. Ihr Kampf galt damit nicht dem entgegengesetzten Interesse des Kapitals, sondern dem vermeintlich missbräuchlichen Umgang des Kapitals mit dem Lohnarbeiter und einem Lohn, der deswegen nicht zum Lebensunterhalt taugte, nicht weil er Mittel des Kapitals war, sondern weil er nicht gerecht war. Das ist der erste Fehlschluss. Ich komme zum zweiten. In den heftigen Kämpfen, zu denen die Gewerkschaft historisch, alles weiter ist in dem Proletariatsbuch nachzulesen, zu denen die Gewerkschaft genötigt war, um gerechte Löhne und erträgliche Arbeitsbedingungen durchzusetzen, machte die Gewerkschaft die schon angesprochene Erfahrung, dass sie es nicht nur mit der ökonomischen Macht des Kapitals, sondern auch mit der politischen des Staates zu tun bekam. Der hatte nämlich ganz eigene Einwände gegen Arbeiterkämpfe gegen das Kapital. Sie störten das Wachstum, das Kapitalwachstum, und waren überdies ein Anschlag auf die staatliche Ordnung. Das reichte, um mit Polizei, ja auch mit Militär gegen streikende Arbeiter vorzugehen, Arbeiterführer einzusperren und so weiter. Auch aus dieser Erfahrung haben Gewerkschafter leider einen falschen Schluss gezogen. Statt dem bürgerlichen Staat, den Sachwalter und Förderer von nationalem Kapitalreichtum zu sehen, als welcher er sich aufführte, haben sie bei der Staatsmacht, die sich bei jedem Polizeieinsatz immer auf ihr Recht berufen konnte, um Änderung dieser Rechtsverhältnisse nachgesucht. Der Staat, der ihnen mit seiner Gewalt das Kämpfen verbot, sollte es doch bitte erlauben. Schon komisch. Da wo ihnen also einiges über die politischen Zwecke des Rechts im Kapitalismus hätte aufgehen können, erblickten die Gewerkschaften in Rechtsverhältnissen, ganz getrennt von ihrem Zweck, also abstrakt, eine Chance, wenn ihnen denn das Kämpfen staatlicherseits erlaubt, also als Recht zugestanden wäre. Das Mittel des Staates, das sie nur als Grundlage der Bestreitung ihrer eigenen Anliegen erfahren hatten. Nur so hatten sie es erfahren, das Recht, sollte zugleich doch als ihr Mittel tauglich sein. Merkwürdiger Gedanke, aber in Gewerkschaftskämpfen hart verfolgt. Diese Kämpfe für, wie es heute heißt, Koalitionsfreiheit, Streikrecht, Tarifautonomie, waren bekanntlich erfolgreich. Diese gewerkschaftlichen Kämpfe waren erfolgreich, in der Tat. Die Gewerkschaften haben bekommen, was sie eingeklagt haben. Die Erlaubnis, sich zu Arbeiterkoalitionen zusammenzuschließen, war die erste Erlaubnis. Und im Streit mit dem Kapital für die Verbesserung der proletarischen Lebensverhältnisse zu sorgen, die zweite. Und dafür sogar zu kämpfen mit Streiks, die dritte Erlaubnis. Doch was sie bekommen haben, das hätte ihnen bei näherer Betrachtung ebenfalls die Augen öffnen können, noch einmal über die Natur dieser Rechte. Die Gewerkschaften haben jedoch als einen Sieg gefeiert, was sich schnell als Pyrrhus-Sieg herausstellte. Ihr Recht war nämlich nichts anderes als eine, wie es bei Rechten immer der Fall ist, es ist keine Besonderheit, staatlich gewährte Lizenz. Nicht aber die Erlaubnis, nun tatsächlich mit allem nötigen Nachdruck für ein anständiges Arbeiterleben sorgen zu dürfen. Kampferlaubnis selbst, die näheren Umstände des Kämpfens und die Ziele des Kampfes lagen nämlich beim Lizenzgeber, lagen nämlich beim Staat. Eine Lizenz, das ist nun mal so, die er erteilt, gestaltet er nach seinen Anliegen aus und kann sie notfalls auch wieder entziehen. Ich werde im dritten Teil darauf zurückkommen. Im Grundgesetz kann man auch heute noch nachlesen, welchen Zielen diese Lizenz dienen soll. Ich führe es mal wieder zur Erinnerung, da ich nicht verlangen kann, dass alle
das Ding unterm Arm mit sich herumschleppen. Das Recht, Vereinigungen zu bilden und, wie es in einigen Landesverfassungen steht, das Recht auf gemeinschaftliche Arbeitseinstellungen als Recht hat, jetzt kommt das Grundgesetzzitat, der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu dienen. Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu dienen. Der Förderung, nicht ihrer Abschaffung, nicht mal ihrer Zurichtung, so dass es dem Arbeiterinteresse dient. Nein, die sind der Maßstab. Verboten war damit Klassenkampf. Das hatte die Gewerkschaft mit der Erteilung dieser Lizenz schriftlich. Verboten war es. Erlaubt war jetzt das und nichts anderes als das, was sie schon immer musste, was der Inhalt ihrer Notwendigkeit war, nämlich kämpfen. Und damit hat die Gewerkschaft im Prinzip nichts anderes erreicht als den Zwang der ökonomischen Verhältnisse, der ihr eigener Ausgangspunkt war. Paradoxerweise noch einmal, nämlich als staatliche Erlaubnis erkämpft. Sie durfte jetzt, was sie ohnehin musste. Dies aber, und das ist das Wichtige daran, allein zu staatlichen Konditionen galt die Erlaubnis. Sie hatte sich letztlich mit dem Kapital zu einigen, war eine Kondition. Und sie hatte sich zu einigen, so hieß die zweite, auf Arbeits- und Entlohnungsverhältnisse, siehe Grundgesetz, die der Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen zu dienen hatten. Das heißt, kapitalverträglich und kapitalförderlich sollte ihr Kampf sein, sollten die Resultate sein, und sie sollten zugleich das proletarische Leben verbessern, aushaltbar machen. Beides sollte unter einen Hut gebracht werden. Es sollte folglich dafür gesorgt werden, jetzt kommen wir auf einen Punkt, den du schon angesprochen wirst, es sollte folglich dafür gesorgt werden, dass die proletarische Klasse, so war das Sorgen für seine Lage zu verstehen, dass die proletarische Klasse durch die Ausbeutung selbst nicht daran gehindert war, lebenslang als Ausbeutungsmaterial dem Kapital zur Verfügung stehen. Das ist der Inhalt der Verbesserung der proletarischen Lage und das ist bis heute knapp dabei geblieben. Der nächste Fehlschluss folgte auf dem Fuße. Statt zu begreifen, dass diese staatliche Lizenz das proletarische Elend, und zwar nun unter gewerkschaftlicher Mitwirkung, verewigt, kapitalfunktional, sozialstaatlich verewigt, war es für die Gewerkschaft ab sofort ausgemachte Sache, dass sie mit dem Sieg, dem gewährten Recht, dass mit diesem Sieg der Staat selbst dem proletarischen Interesse neben dem kapitalistischen Interesse einen Platz zugestanden hätte. Dass folglich, so war ihr Schluss, im Prinzip Kapital- und Lohnarbeiterinteresse im Kapitalismus verträglich seien bzw. sein müssten, gemacht werden könnten. Es galt hinfort als staatliches Recht der Gewerkschaft, von Lohnarbeit leben zu können, und der Staat selbst galt damit als eine Instanz, der man als Gewerkschafter durchaus mit sozialen Anliegen kommen kann. Der Ausgangspunkt der Gewerkschaft, der erfahrene Widerspruch von Lohnarbeit und Kapital, war für die Gewerkschaft selbst zu einer verträglichen Angelegenheit geworden. Das ist die Geburtsstunde der Lebenslüge der Gewerkschaft. Diese beiden Interessen seien im Kapitalismus verträglich, wenn nicht verträglich zu machen, weil die andere Seite, die Kapitalseite, irgendetwas schlecht managt. Dass dem jedoch tatsächlich und objektiv nicht so war, erfuhren Gewerkschaften und erfahren sie immer noch sehr schnell. Denn aus dem erlaubten Kampf zur Verbesserung der Lebensumstände von Arbeitern wurde ein, hier vorne ist es vorhin schon angesprochen, ein Dauerkampf. Regelmäßig
wird in diesem Dauerkampf Gewerkschaften vor Augen geführt, dass dieses Recht, von Lohnarbeit leben zu können, nach jeder Tarifrunde, und zwar auf Grundlage des Ergebnisses der jeweiligen Tarifrunde, regelmäßig vom Kapital praktisch aufs Neue bestritten wird. Jeder mit fester Dauer und Friedenspflicht abgemachte Tarifvertrag stellt nämlich für das Kapital nichts als eine feste und für die nächste Zeit durch keine gewerkschaftliche Aktivität gestörte neue Kalkulationsgrundlage ihrer nächsten Ausbeutung dar. Eine neue tarifliche Lohnfestlegung, die dann ein oder mehrere Jahre, je nachdem wie Dauer des Tarifvertrages ausgemacht ist, eine neue Lohnfestlegung erlaubt dem Kapital, das Lohnleistungsverhältnis betrieblich neu festzulegen, die Belegschaft zum Beispiel auch auf festgelegte Lohngruppen neu zu verteilen, auch ein beliebtes Mittel, oder Mannschaften auszudünnen oder ganze Teile auszuwerfen. Aber auch das, die Erfahrung dieses notwendigen Dauerkampfs, hat die Gewerkschaft nicht klüger gemacht. Also aus ihrem Anliegen, Lebensverhältnisse zu verbessern, eine Dauerveranstaltung wurde, in der sie ständig nichts anderes machen mussten, als den erneut wiederum verschlechterten Arbeitsbedingungen, der verschlechterten Entlohnungsbedingungen hinterherzulaufen, das galt der Gewerkschaft umgekehrt und bis heute als Beweis dafür, wie richtig und wie wichtig sie als Gewerkschaft, wie wichtig sie als gewerkschaftlicher Sachwalter dieser staatlichen Lizenz für das Arbeiterinteresse ist. Hurra! So wird ein ums andere Mal die Tarifrunde zusammengefasst. Es braucht uns. Wie wäre es bloß ohne uns? Hurra! Wir werden uns weiterhin dieser staatlichen Erlaubnis auch würdig erweisen. So. Jetzt muss man sich aber einem neuen Sachverhalt stellen, an dieser Stelle. Wenn nämlich so etwas, dieser Dauerkampf, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, nicht nur fünfmal läuft, sondern sich jetzt fast 100 Jahre, 1918 ist das erste Tarifgesetz erlassen worden, mit kurzen Unterbrechungen, ungebrochen fortsetzt, dann, so meine ich, hat diese Dauerveranstaltung, dieser Dauertarifstreit eine neue Qualität bekommen. Eine neue Qualität bekommen. Wenn dieser ständige, nachholende Versuch, die vom Kapital längst überholten Abmachungen immer wieder zu korrigieren, quasi gewohnheitsmäßig, ritualisiert heißt es ja auch, verläuft, dann handelt es sich dabei auch um etwas Neues. Wenn die Gewerkschaft es zur dauerhaften Einrichtung gemacht hat, dass die Proleten, zur dauerhaften Einrichtung, dass die Proleten erstens arbeiten gehen müssen und zweitens immer noch neben der Arbeit dafür kämpfen müssen, dass sie von den Früchten der Arbeit überhaupt leben können. Wenn die Gewerkschaften also dem Proletariat mit ihrer Gewerkschaft so eine Art Doppelbelastung aufgedrückt haben, ohne diese Doppelbelastung im geringsten selbst anstößig zu finden und als einen Erfolg zu verbuchen, dann findet längst kein, und so bin ich ja immer noch vorgegangen, längst kein falscher Interessenkampf mehr statt. Dann hat es die Gewerkschaft nämlich akzeptiert, und zwar als kapitalistische Normalität akzeptiert, dass das Kapital auf der Grundlage eines Tarifvertragsergebnisses das Lohnleistungsverhältnisse für die Lohnarbeiter permanent wieder verschlechtern darf. Das ist dann die Leistung ihres eigenen Tarifvertrages. Dann segnet jeder abgeschlossene Tarifvertrag und diese Freiheit des Kapitals als Normalität der kapitalistischen Ökonomie zugleich ab. Dann ist das die Erlaubnis zu dieser Freiheit. Und nicht mehr nur das ärgerliche,
leider vergebliche Hinterherlaufen. Dann ist aber auch ein weiteres klar, dass die angenommene Verträglichkeit von Lohn und Profit, ich habe es die Lebenslüge der Gewerkschaft genannt, auch eine neue Qualität erreicht. Dass sie nämlich längst das praktische Eingeständnis enthält, dass das Lohninteresse überhaupt nur als abhängige Variable des Geschäftsinteresses Berücksichtigung finden kann. Dann ist der eingefahrene Profit des Kapitals von der Gewerkschaft anerkannt, die bleibende Voraussetzung für jede Korrektur des Lohntarifs. Dann ist klar, dass das Kapital in seinem Geschäft für die Gewerkschaft erfolgreich sein muss und jede Lohnforderung Maß an erfolgter, aber auch an prognostiziertem Geschäftserfolg nimmt. Was übrigens nichts anderes heißt, als dass jetzt die Gewerkschaft den Leuten diktiert, was ihre Bedürfnisse in Sachen Arbeit und Lebensumständen zu sein haben. Ja. Die Anerkennung des Profits der anderen Seite als notwendige Voraussetzung überhaupt was fordert zu sein. Das war doch der Einstieg. Du hattest doch an dem ersten Scheideweg gesagt, die zieht nicht den Schluss daraus, radikal aufzuräumen, überhaupt mit dem gegnerischen Interesse, sondern im Kapitalismus erträgliche Bedingungen zu schaffen. Ja. Und im Kapitalismus dachte ich, ist dasselbe wie... Dachtest du, ja. Ja. Finde ich noch. das Profitinteresse anzuerkennen, weil sonst ist es ja nicht im Kapitalismus. Das ist aber ein Unterschied, ob die Gewerkschaft quasi implizit in ihrem Kampf diese Unterstellung macht oder ob sie sich bewusst selbst auf den Standpunkt stellt, dass das die Bedingung ist. Das ist ein Unterschied, ob du quasi in deiner Erklärung der Gewerkschaft sagst, aha, die macht ja einen Widerspruch. Sie kämpft dauernd gegen das Profitprinzip und verlangt gleichzeitig, dass der Lohn mit dem Profit verträglich sein soll. Das ist ein Widerspruch. Oder ob du sagst, dieses Widerspruch hat sich die Gewerkschaft heutzutage entledigt. Also das, was du als Schluss sofort im Kopf hattest, wer im Kapitalismus Verbesserungen erreichen will, der muss notwendigerweise dabei landen. Das habe ich jetzt in ein paar Schritten vorgeführt. Und der Zwischenschritt, der gewerkschaftliche Zwischenschritt, leider nicht mal dabei sind sie stehen geblieben, hieß ja, Lohn- und Profitinteresse sind verträglich. Das ist jetzt ein Übergang, ein neuer Übergang. Deswegen habe ich von neuer Qualität geredet. Jetzt sagen sie, die Verträglichkeit besteht darin, dass zunächst mal das Profitinteresse bedient werden muss, damit das Lohninteresse Berücksichtigung findet. Sie haben also die Verträglichkeit eigentlich bei näherer Betrachtung als die Unverträglichkeit formuliert. Also Helmut, ich wollte dir recht geben. Ja, in der Tat. Das folgt daraus. Ja, aber jetzt habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen und gesagt, wie? Mit den einzelnen Schritten. Bin auch in meinem zweiten Teil gleich fertig. Was ist jetzt? Wird das jetzt ein Schlusslauf sein? Das ist eine gewerkschaftspraktisch festgestellte Misslingen. Behaupteten Verträglichkeit von Kapital- und Lohnarbeiterinteresse Grundlage dafür sein, dass es sich in den Schritt habe ich noch nicht emanzipiert hat. Was Ausgangspunkt irgendwie mal war, des Idealismus, ist Verbesserung der
will mal zuvor einen Gedanken zurückweisen bei dir. Ich habe mich bemüht nachzuweisen, dass das, was du als den gewerkschaftlichen Idealismus bezeichnest, nichts anderes ist eine proletarische Notwendigkeit. Eine proletarische Notwendigkeit, die zur gewerkschaftlichen Organisation, zur kollektiven Organisation des proletarischen Interesses führen muss. Das ist kein Idealismus. Nein, eine Notwendigkeit ist das. Das ist der Ausgangspunkt. So, das war der erste Punkt. Soweit zu dem Idealismus. Ich glaube, das ist auch nicht gesagt worden. Da baust du dir ein. So ist es nicht. Das Faktum ist schon da. Der Dauerkampf der Gewerkschaften beruht darauf, dass das Kapital jede Regelung mit den Gewerkschaften nutzt und nutzen kann, für seine Methoden Profit zu machen und dabei in Sachen Leistung und Ausdehnung der Zeit eine solche Schädigung, Inflation kommt auch noch dazu, eine solche Schädigung der Lohnabhängigen produziert, dass einen der nachträgliche Wiedergutmachungskorrektur angestrebt werden muss. Das ist das Faktum. Jetzt kommt es aber darauf an, welche Konsequenz zieht man eigentlich aus dem Faktum? Also seine Frage nach dem Lernen. Man könnte, ist wieder eine Weggabelung, ja? Man könnte sagen, das zeigt, dass der Ausgangsstandpunkt, man kann die Verträglichkeit von Lohnarbeit und Kapitalinteressen herstellen. Im Grunde genommen ist die drin, wenn man sich ein bisschen drum bemüht, dass das nicht stimmt. Die sind unverträglich, sonst müsste man ja nicht alle Jahre wieder antreten. Wenn die verträglich wären, dann hätte man sie einmal ordentlich eingerichtet und dann läuft es halt. Das wäre eine Konsequenz, die man ziehen könnte. Die Gewerkschaft zieht eine entgegengesetzte. Das war die Behauptung. Sie legt ihr Dauerhandwerk der Korrektur sich so zurecht, dass sie die wirtschaftsverträglichen Löhne und Arbeitsbedingungen zu gestalten als ihre Aufgabe hat. Und dass das gut so ist. Sie nimmt auch überhaupt nicht Abschied von dem Anliegen, die Lage der Arbeiter zu verbessern. Überhaupt nicht. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo sie gesagt hat, ja bloß, es braucht eine Voraussetzung dafür. Es braucht ein Maß, das mir den Inhalt und den Zeitrahmen der Forderung diktiert. Und dieses Maß heißt, es muss der Profit da sein. Das war der Übergang von die beiden Sachen sind verträglich zu der Profit ist die leider ist die notwendige Bedingung für Lohnforderungen. Und immer ist der Ausgangspunkt, das ist übrigens das falsche theoretische Urteil, das sie praktisch wahr macht, den Profit als Bedingung für Lohnforderungen zu formulieren. Ist schon ein Quatsch. Das ist schon die Umdrehung des wahren Sachverhalts.
Da könntest du von mir aus sagen, das ist ein Idealismus, wenn es nicht so fürchterlich praktisch verheerende Konsequenzen für die Lohnarbeiter gehabt hat. Deswegen würde mir da auch das Wort Idealismus ein bisschen im Halse stecken. Das ist das eine. Also es geht nach wie vor um Verbesserung. Ich komme am Schluss nochmal darauf zurück, dass es selbst heute noch so gilt. Das zweite ist, ich warne nur von einem Missverständnis. Ich weiß nicht genau, ob du das gemeint hast. Ich sage es aber trotzdem nochmal. Ich wollte nicht behauptet haben, eine Korrektur dieses Verhältnisses, was das Kapital mit den Lohnarbeitern da anstellt, ginge nicht. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Ich habe gesagt, die Korrektur geht, sie muss sein, bloß sie muss, wenn, dann muss sie ganz anders sein, als das, was die Gewerkschaften gemacht haben. Ich erinnere an diesen Spruch von Marx, statt gerechten Lohn nieder mit dem Lohnsystem. Da steckt alles drin. Das ist das Erste. Das Zweite, was ich auch nicht behauptet haben wollte, deswegen habe ich den zweiten Teil überhaupt nur so aufgebaut. Ich wollte nicht sagen, notwendigerweise muss jede Gewerkschaft, die einmal so anfängt, in diesem Desaster enden, was sich heute vorgeführt hat. Nein, muss sie nicht. Ich habe umgekehrt die Frage gestellt. Ich sage es mal methodisch. Ich habe ja die umgekehrte Frage gestellt. Wie kommt es eine Gewerkschaft, die sich heute uns so präsentiert, siehe Teil 1, von diesem Ausgangspunkt aus sich dahin entwickelt? Es muss nicht sein, dass man diese Schlüsse zieht. Es gab ja auch Abteilungen der Arbeiterbewegung, die mal ein paar andere Schlüsse gezogen haben. Und es gab auch mal ein paar Gewerkschafter, die haben sich dann abgespalten und heute werden sie gleich rausgeschmissen aus der Gewerkschaft, wenn sie an diesen richtigen Schluss auch nur erinnern. Ja? Ja, ist ja richtig. Naja, zum Beispiel genau der, den du genannt hast. Schau mal her. Schau mal, wer sagt, Lohn- und Profitinteressen sind verträglich? Wer lässt sich auf den Standpunkt ein und sagt, na, dann sind sie aber auch verträglich zu machen? Da muss das Kapital schon was dafür rüberrücken. Und wenn es es nicht freiwillig tut, dann machen wir Druck. Wer sagt, Profit ist die Bedingung fürs Lohninteresse, sagt, ja, das ist ja wohl klar, dass erstmal der Profit zu seinem Recht kommen muss, ehe wir überhaupt daran gemessene Lohnforderungen stellen dürfen. So, wenn das sozusagen Normalität geworden ist, wenn das sich institutionalisiert hat, ja, jetzt kommt ein Schluss, den hast du vorweggenommen, den will ich durchaus unterstreichen. Da muss man sagen, dann gibt es auch leichte Veränderungen im Zweck der Gewerkschaft. Darf ich das eben vorführen? Dann sind wir genau bei deinem Punkt. Ich kann das zum Beispiel mal so sagen. Die Gewerkschaft, ich fasse den ganzen Gedanken nochmal in anderer Weise zusammen, um schneller auf dein Problem zu kommen. Die Gewerkschaft wollte staatliche Anerkennung als eine zu ihrem Kampf berechtigte Instanz erringen. Das wollte sie. Natürlich nur, um auf der Grundlage dieser anerkannten Berechtigung ihre Forderungen, Verbesserung der Lage der proletarischen Klasse, besser und erfolgreicher durchsetzen zu können. Das war noch ein klares Mittelzweckverhältnis. Wenn die uns anerkennen und die Lizenz erteilen, dann ist mehr drin.
Das war schon ihr Ausgangspunkt. Doch nun wird es komisch. Um diese Anerkennung zu erringen und immer bleibend zu verdienen, meinte sie, einen Preis zahlen zu müssen und hat sie auch gezahlt. Sie machte Zugeständnisse, gerade bei der Durchsetzung ihrer Forderung, um die Anerkennung nicht aufs Spiel zu setzen. Regelmäßig hat sie also vermehrte Anerkennung als Interessenvertretung mit zunehmendem Verzicht auf das Vertreten von Lohnarbeiterinteressen verkauft. Das ist die Paradoxie. In dieser Logik, in der sich dann in der Tat alles auf den Kopf stellt, hat sich inzwischen und heute die Gewerkschaft, behaupte ich, eingerichtet. Kein Wunder, eingerichtet ist jetzt der Ausgangspunkt, kein Wunder, dass sie die gesellschaftliche Anerkennung inzwischen selbst zu einem wichtigen Anliegen geworden ist. Allerdings zu einem Anliegen, das muss man unbedingt dazu sagen, das sie gar nicht in der Hand hat, dessen Konditionen man die andere Seite festlegt. Weswegen sie sich auch genötigt sieht, einen Preis um einen Preis um einen Preis um einen Preis zu zahlen. Das ist nochmal in anderer Weise Zusammenfassung dieser Logik. Damit bin ich auch mit meinem zweiten Teil fertig. In gewisser Weise sind wir jetzt wieder angelangt bei dem Resultat des ersten Teils, aber ein bisschen anders. Ich will nochmal auf dich kurz antworten, weil ich den Eindruck habe, deine Frage ist eigentlich in dem Dialog mit ihm geklärt gewesen. Es macht doch ein, also man kann auf der einen Seite sagen, es gibt in der Art und Weise, wie sich die Gewerkschaft ihr Verhältnis zum Kapital zurechtlegt, gibt es zwischen dem Einstiegspunkt von Gewerkschaft und diesem Zwischenpunkt, den wir dann am Wickel hatten, eine Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass die Gewerkschaft stur daran festhält, dass die von der Eigentumsordnung erzwungene Abhängigkeit von Eigentumslosen durch Lohn zu irgendwas zu kommen, daraus ergibt sich das schöne Wort Lohnabhängigkeit, dass das so etwas sei wie eine zu akzeptierende Bedingung der eigenen Existenz. Das ist die Gemeinsamkeit. Jetzt macht es aber auf Grundlage dieser Gemeinsamkeit schon einen Unterschied, ob man erstmal einsteigt und sagt, wenn das geht, ich ziehe bei der Leistung dem Kapital Grenzen und fordere beim Lohn eine solche Größe, die ich bezogen habe, auf was sein muss bei meinen Leuten. Wenn man so einsteigt und darum ficht, dann streitet man im Geiste eines Kompromisses zwischen zwei Interessen, von denen man mindestens noch so etwas wie einen Unterschied kennt und die man von gleich zu gleich behandelt. Das Kapital hat seine Interessen, die Gewerkschaft und ihre Mitglieder haben ihre Interessen. Es ist ja nicht ganz dasselbe, wenn ich den Übergang mache, naja, daran, dass ich mich da dauernd drum kümmern muss, sehe ich doch, jetzt kommt das Gemeinsame, ich muss mich um das Mitkümmern, um die Bedingung mitkümmern, auf Grundlage derer ich überhaupt Lohnverhandlungen führen kann. Und das ist nun mal die Wirtschaft. Dann nimmt man ins Fordern die Nützlichkeit der eigenen Forderungen für die andere Seite mit auf. Das war der behauptete erste qualitative Unterschied. Dann sagt man, es kommt überhaupt darauf an, solche Arbeitszeitregelungen, Lohnhöhen und Lohnmodalitäten auszuhandeln mit dem Kapital, die für das Profitmachen der anderen Seite oder in größeren Dimensionen gedacht fürs nationale Wachstum
nützlich sind, brauchbar sind. Und wenn man hinhört bei den heutigen Gewerkschaften, wenn sie mal beleidigt sind, dann verweisen sie immer darauf, dass das ihre Leib- und Magentat sei. Ununterbrochen wären sie seit 45 und eigentlich schon davor unterwegs gewesen. Wenn sie nicht gegeben hätte, dann hätte das Kapital bis heute keine vernünftigen Regelungen zum Benutzen von Arbeit. Ja? Also da berufen sie sich selber auf diesen Übergang. Und das, was dann der Frag noch weiter ausgeführt hat, das ist ja schon nochmal wieder ein Übergang. Zu sagen, und man misst jetzt eigentlich den Erfolg von solchen gewerkschaftlichen Großtaten, dann gleich auf einer neuen Messskala. Die Messskala ist jetzt gar nicht, wie sieht denn dann das Verhältnis zwischen der Wirtschaft und den Lohnabhängigen aus, sondern wie sieht denn dann der Stand der Gewerkschaft in der politischen Anerkennung im Lande aus. Das ist noch ein Fortschritt, der aber auch rückverfolgbar ist in den Ausgangspunkt, den der Frag erzählt hat. Die waren ja immer gleichzeitig auf der anderen Schiene unterwegs. Sie kriegen was erlaubt vom Staat und fühlen sich prompt in dem Stall wunderbar zu Hause. Ja, das ist die Schiene, auf der eine neue Messlatte für den gewerkschaftlichen Erfolg entsteht. Übrigens, aus diesem nicht entsteht, sondern von denen verfertigt wird, damit keine falschen Automatismen aufkommen. Von diesem letzten Gedanken nochmal und auch von meiner Zusammenfassung, wie ich sie eben formuliert habe, muss klar werden, dass die Gewerkschaft sagt, wir sind in dieser Gesellschaft wer. Wir stellen einen Faktor dar. Wir stellen durchaus einen bedeutsamen Faktor dar. Wir sind keine Störung. Es kommen lauter negative Begründungen. Wir sind keine Störung des sozialen Friedens. Schaut euch andere an. Wir sind keine Störung des Wirtschaftswunders. Wir sind keine Störung der Exportweltmeisterschaft der deutschen Industrie. Und so weiter. Und aus diesem Standpunkt leitet sie ab, dass ihr dann auch durchaus eine Portion Anerkennung von staatlicher und öffentlicher Seite zusteht. Und zwar Anerkennung als Interessenvertreter, als Interessenvertretung, die immer noch seit 150 Jahren die Interessen von armen Leuten, muss man sich ja auch mal überlegen, vertritt. Diese Interessen, jetzt will ich noch auf eine Nuance aufmerksam machen, natürlich nicht mehr in dem Sinne, wie der Ausgangspunkt war, vertritt, sondern repräsentiert. Und Repräsentation und Vertretung, wie man weiß, soll man nicht verwechseln. Repräsentation heißt, sie sollen als die zu kurz gekommenen, ich füge hinzu, die dauerhaft zu kurz gekommenen und dauerhaft zu kurz bleibenden, wenigstens gesellschaftlich Beachtung finden. Was ganz anderes als ihre Interessen sollen bedient werden. Ich wollte noch eine kleine Ergänzung machen, einfach um das nochmal zu illustrieren, dass das Übergänge sind. Das sieht man unter anderem darin, dass die einerseits diese Übergänge der Gewerkschaft von Staat und Kapital immer als Forderung entgegengehalten worden sind. Und zum anderen, dass die Reaktion auf diese Forderung immer ein innergewerkschaftlicher Streit war in der Frage, wie stellt man sich denn jetzt dazu? Also das kann man sogar noch in den 70er Jahren am Druckerstreik in der Bundesrepublik zeigen, dass da noch der Streit richtig in der Gewerkschaft um die Frage ging, ja, wie viel ist uns denn die Anerkennung der Öffentlichkeit im Verhältnis zu unseren Forderungen wert? Hören wir denn auf die öffentliche Kampagne gegen uns oder halten wir an unseren Forderungen fest? Diesen Streit gab es damals noch in der Gewerkschaft. Will ich nicht groß hochhalten, sondern will nur sagen, daran sieht man, dass das praktische Übergänge sind, die die Gewerkschaft jeweils gemacht hat und nicht quasi Notwendigkeiten, die von Anfang an irgendwie als Automatismus angelegt gewesen wären. Was heißt damals? Ich kann das, was sie gerade gesagt hat, fast als eine Überschrift über meinen dritten Teil nehmen. Als Forderung
wird ihm vom Staat was Neues aufgemacht und das Ganze löst einen fürchterlichen Streit innerhalb der Gewerkschaft aus. Heute genauso. Deren Inhalt hat sich geändert und über den werde ich jetzt im Schluss noch ein bisschen was erzählen. Also ich kehre jetzt zu dem aktuellen Fall zurück mit einem ziemlich dicken Rucksack, über den wir ja auch geredet haben. Es ist klar, sollte klar sein, die selbst eingeräumte Niederlage der IG Metall kann jetzt und muss jetzt als zwingende Konsequenz solcher Art Gewerkschaft gesehen werden. Wenn sie im gesellschaftlichen Frontalangriff auf sie die Gefahr sieht, dass gerade jene gesellschaftliche Bedeutung ihrer Einrichtung in Frage gestellt wird, auf die sie sich inzwischen einiges zugute hält und die sie pflegt, an der inzwischen, kann man fast sagen, auch eine Portion ihres Selbstverständnisses hängt, dann ist die selbst beschlossene und öffentlich zugegebene Niederlage der IG Metall nichts anderes als die öffentlich eingestandene Verfehlung von aktueller Politik. An ihren eigenen Maßstäben gemessen gesteht sie mit der Niederlage falsche Politik ein. Der Tarifkampf war, sie könnte sich da glatt dem Urteil von Gesamtmetallpräsident Kannegießer anschließen, der gesagt hat, der Tarifkampf war die falsche Forderung am falschen Ort zum falschen Zeitpunkt und in falscher Form, nämlich auch noch als Streik, so kann man ergänzend vorgetragen. So. Doch stellt sich nach diesem Durchgang, den wir jetzt hinter uns haben, durch die Gewerkschaftsfehler und ihr Ergebnis eine neue Frage. Sie ist ganz am Anfang schon mal in anderem Zusammenhang aufgetaucht. Die Frage heißt, woher kommt nun eigentlich oder wie erklärt sich eigentlich jetzt der geschlossene und heftigste Angriff auf die Gewerkschaft? Warum sind Kapital und Staat nicht froh darüber, es mit so einem Verein zu tun haben, der in keinem Tarifstreit etwas anderes erreichen will, als eine einvernehmliche Regelung darüber, wie viel Lohn das Geschäft, aber nicht nur das Geschäft, sondern zwischen der Standort, nicht nur der Standort, sondern der Standort als Teil der Weltkonjunktur verträgt. So, die Antwort kurz zusammengefasst heißt, naja, man muss sich eben klar machen, dass die Gewerkschaft bei all den hässlichen Fortschritten, die ich berichtet habe, eben immer noch Gewerkschaft ist. Sie ist immer noch kollektive Kampforganisation, die Arbeiterinteressen vertritt und verfolgt, um die Lage der arbeitenden Klasse zu verbessern. Ich will das ist ja die Ausführung von bleibende Gültigkeit, mal so formulieren. Nimmt einen Punkt auf, den du vorhin formuliert hast. Die Gewerkschaft tritt bis heute nie an und sagt, die Lage der Branche oder der Standort verträgt keine Lohnerhöhung, sondern braucht Lohnabbau. Sagt sie nicht. Immer tritt sie an und fordert irgendeinen gerechten Lohnausgleich. Und diesen gerechten Lohnausgleich, den lässt sie sich dann auf einen bestimmten Zuschlag herunterhandeln, der manchmal, nach man muss sagen, in der Regel kaum Ausgleich des effektiven Reallohnverlusts bedeutet. Und nie tritt sie an und sagt, die Tarifrunde fällt aus, weil sie, haben wir erkannt, eine einzige Geschäftsschädigung ist. Nein, immer tritt sie an und verspricht der uneinsichtigen Gegenseite einen heißen Tanz, auch wenn jedermann weiß, dass der heiße Tanz weniger Geschäfte unterbinden will, als sich vielmehr die Bedeutung der Forderung für die Mitglieder, als vielmehr die Bedeutung der Forderung für die Mitglieder unterstreichen will. Weil sie nun mal Gewerkschaft ist, also weder Partei, noch Versicherung, noch pure parlamentarische Lobby, tritt sie natürlich auch als Gewerkschaft auf. Tritt sie mit all dem auf, was sich für eine Gewerkschaft gehört, worin sich die drei vorhin genannten Lizenzen
zusammenfassen lassen. Sie konfrontiert das Kapital mit einer Forderung und sie zieht die Tarifverhandlungen nach Maßgabe der gesetzlich zulässigen Kampfmöglichkeiten, einschließlich erlaubten Warnstreiks, einschließlich erlaubten Streiks und so weiter durch. Für die Gegenseite, fürs Kapital, heißt das Folgendes. Bei aller konstruktiven Fortentwicklung der Gewerkschaft, bei allen Zugeständnissen an die kapitalistischen Gesetze des Geschäfts, für die Geschäftswelt selbst ist und bleibt jedes geltend gemachte Interesse gegen sie, jede Ankündigung einer neuen Tarifrunde, in der es um Arbeiterinteressen geht, eine einzige Störung ihres Geschäftsgangs. Ihrem Interesse ist und bleibt jede auch noch so zurückgenommene moderate Forderung, jede vielleicht sogar offen als Schauspiel, als Theater kenntlich gemachter Tarifkampf, fremd und gegensätzlich, also störend, weil nun mal nicht aus ihrem Interesse geboren. Immer ist der bleibenden Natur der gewerkschaftlichen Sache nach der Tarifkampf für sie eine unzulässige Einmischung in ihr Geschäft und jede kollektiv getroffene Vereinbarung mit der Gewerkschaft ist und bleibt fürs Kapital eine Beschränkung ihres Interesses. Jede ihres Interesses frei, und zwar vollständig frei, über Arbeitszeit und Lohn verfügen zu können. Also ist und bleibt Gewerkschaft überhaupt ein Anschlag auf das verbriefte Recht des Kapitals, mit geschütztem Eigentum auch nach eigenem Interesse zu verfahren. Daraus resultiert was für die Gewerkschaft. Daraus resultiert für die Gewerkschaft ein bleibender Widerspruch, aus dem sie irgendwie nicht recht rauskommt. Die Gewerkschaft mag ihr Interesse als eine gesellschaftliche, sie mag in ihrem Interesse, in der Verfolgung ihres Interesses, als gesellschaftliche Größe anerkannt sein und sie mag dieser Anerkennung mit noch so viel Entgegenkommen bei der Definition und Verfolgung von Arbeiterinteressen bezahlen. Sie kommt um den Widerspruch nicht herum, dass sie mit einer Forderung und mit einem Auftreten in Tarifrunden, das nun wirklich nichts und niemanden stören soll, immer eine Störung von Geschäft und Kapitalinteresse darstellt. Das ist der Widerspruch und aus dem kommt sie nicht heraus. Das ist die Konfrontation mit einem Prinzipialismus des Kapitals, mit einem Prinzipialismus, der dem Kapital, ich sag mal so, von Natur aus eigen ist. Aber dieser Prinzipialismus ist dem Kapital nicht nur von Natur aus eigen, sondern er hat immer schon eine Art Artenschutz genossen, dieser Prinzipialismus. Ja, kein Geheimnis, von wem dieser Artenschutz kam, der bürgerliche Staat unternimmt eben alles zum Schutz dieses Interesses, Mit einer Einschränkung. Sofern nämlich die Auswirkungen des geltend gemachten Kapitalinteresses nicht vom Staat als dysfunktional einsortiert werden. Also als schädlich, gerade für das Anliegen, was Kapital und Staat teilen, nämlich dauerhaftes Wirtschaftswachstum. Dann und deswegen hat der bürgerliche Staat auch dem Kapital in seinem Prinzipialismus schon mal Regeln verpasst, die heißen übrigens Sozialstaat und sind hier häufig behandelt worden. Sie heißen Sozialstaat und Arbeitsrecht und so weiter. Und eine dieser Regeln, die dem Kapital verpasst worden ist, ist die Lizenz, Gewerkschaft darf sein und kämpfen. Lauter Regeln natürlich, auf die das Kapital von sich aus nie im Leben verfallen wäre. Nein, das musste dem Kapital schon aufgeherrscht werden. So, nun zu heute. Nun ist aber dem kapitalistischen Prinzipialismus ausgerechnet jetzt und heute und an der Frage der 35-Stunden-Woche im Osten neu und gänzlich entschränkt Recht gegeben worden. Vom Staat. Das verdankt sich
übrigens allein den Fortschritten nationaler Standort- und Sozialpolitik. Es verdankt sich, ich sage es mal so, einem neuen staatlichen Prinzipialismus. Ich verweise da auf die Fortschritte in Sachen Sozialstaat. Die Heftigkeit und Geschlossenheit des Angriffs auf die IG Metall erklärt sich letztendlich daraus, dass der SPD-Kanzler, nicht personalisiert, muss ich dazu sagen, zur Gewerkschaft, inzwischen fast einen ähnlichen Standpunkt eingenommen hat wie das Kapital zur Gewerkschaft. Für die Reform des nationalen Standorts gilt ihm inzwischen jede gewerkschaftliche Einmischung alten Musters als unzumutbar, als Störung, als Beweis der Reformunfähigkeit der Gewerkschaft, als Zeichen dafür, dass die Gewerkschaft sich viel zu viel herausnimmt und so weiter. Und so redet er nicht nur, der Kanzler, so verfährt er auch inzwischen. Ich erinnere nur dran, er verfährt so damit, dass sich die Gewerkschaft, die Sozialdemokratie ja immer für ihre Partei gehalten hat und noch hält, die verwundert die Augen reibt. Schröder löst das Bündnis für Arbeit auf, schlichtweg, kündigt das Ende der Konsensgesellschaft an, was ja nichts anderes heißt, als der gültige Konsens wird nicht mehr erstritten von den Interessengruppen, sondern von mir verfügt und droht gar mit gesetzlicher Einmischung in die Tarifordnung. Gesetzliche Verfügung der Öffnung von Flächentarifen. Für Kapital und Staat, so muss man also resümieren, ist diese Tarifrunde Anlass und Gegenstand, an dem sie durchaus exemplarisch den Versuch unternimmt, der Gewerkschaft deutlich zu machen, dass die alten Zeiten eingespielter Tarifautonomie vorbei sind. Und Kapital und Staat konkretisieren das auch nochmal. Das ist nicht nur so dahingesagt. Sie konkretisieren das mit Forderungen an die Gewerkschaft, die man jetzt überall nachlesen kann. Die kann man in der Politik nachlesen, die kann man bei Gesamtmetall nachlesen, die kann man in der Zeitung nachlesen. Lauter Forderungen, die dem Gehalt nach, ich mache mal eine Einschränkung, fast wie eine Aufkündigung der drei genannten alten Lizenzen gleichkommen. Gesamtmetall fordert Neugestaltung der Flächentarifverträge. Flächentarifverträge müssen mehr betrieblichen Gestaltungsspielraum öffnen und Kannegießer sagt dazu, der Flächentarifvertrag muss künftig so attraktiv sein, dass ihn Betriebe freiwillig anwenden. Soweit zum Ersten. Zweitens, zweite Forderung, Gesamtmetall an die Gewerkschaft. Lohnzurückhaltung sichert Arbeitsplätze. Ist nichts Neues. Ist hier tausendmal erwähnt und kritisiert worden. Jetzt kommt es aber für den Arbeitsmarkt, heißt die zusätzliche Forderung, für den Arbeitsmarkt sollen ab sofort nur noch die Regeln des Marktes gelten. Also nur nach Angebot und Nachfrage soll sich der Preis der Arbeit bestimmen. Wahrscheinlich so ähnlich wie beim Benzinpreis oder so ähnlich. Das wäre ja noch was. Und die dritte Forderung vom Gesamtmetall heißt, Tarifverhandlungen müssen wegkommen von der Streikkultur. Die Schwelle für Arbeitskämpfe muss höher gelegt werden. Die Politik sekundiert richtig in dieser Reihenfolge. Der Kanzler droht per Gesetz mit Änderung des Flächentarifvertrages, wenn es die Gewerkschaft nicht alleine macht. Zack. Zweitens. Zum Streik sagt sie, Punkt 2 war Lohnzurückhaltung. Für Lohnzurückhaltung muss der Kanzler nicht groß extra in die Bresche schlagen. Das ist der ganze Witz der Reform des Sozialstaats, Agenda 2010 und so weiter. Und drittens, die Äußerungen Streik passt nicht mehr in die heutige Landschaft, ist die moderate Formel der Regierung, die von der FDP gleich als Forderung nach Streikverbot ausformuliert worden ist. Was heißen diese drei Sachen? Ich habe gesagt, das kommt fast daher wie eine Aufkündigung der gewährten drei Lizenzen. Der Lohn, erstens, soll nicht mehr in autonomen Tarifrunden ausgestritten werden, sondern dem Markt, dem sogenannten freien Spiel der Marktkräfte, ich sage da nichts mehr zu, überlassen bleiben. Damit
wäre dann, wenn das Wirklichkeit wäre, und übrigens auf dem Weltmarkt ist das partiell schon Wirklichkeit, wäre sowas wie die letzte Barriere gegen eine Lohnzahlung, die vielleicht noch irgendwo und formell, ich kann es gar nicht genug relativieren, noch eine Barriere darstellt, die die Kosten des Lebensunterhalts berücksichtigt. Endgültig. Entfallen. Lizenz 1 weg. Das soll vermittels der Öffnungsklauseln geschehen, die nicht mehr Ausnahme, sondern Regel im Flächentarifvertrag werden sollen. Wird es ein Flächentarifvertrag nachher nur noch in Form eines Tarifrahmens zusammenfasst, was die Betriebe den Belegschaften als Lohn zumuten. Damit ist diese Barriere, die einst mit staatlicher Lizenz von den Gewerkschaften gegen zerstörerische und durchaus mal kontraproduktive Betriebswillkür errichtet worden ist, weggeräumt. Lizenz 2 weg. Drittens, Kampforganisation darf man noch sein. Das Koalitionsrecht ist noch nicht angetastet, aber kämpfen soll man nicht mehr. Wozu und wofür auch, wenn Lizenz 1 und 2 in genannter Weise abgeräumt sind. Was hier wohlgemerkt im Wunschkatalog, dreimal unterstrichen, im Wunschkatalog des Kapitals steht und womit die Politik nach Ankündigung auf ihre Art und Weise ernst machen will, das ist, und da hat die eingangs zitierte Presse durchaus recht, das wäre in der Tat eine Form der Entmachtung einer Gewerkschaft. Allerdings einer Entmachtung, einer Bestreitung ihrer Macht, die sich allein auf die staatliche Erlaubnis Macht ausüben bezieht. Rückzug der Lizenz. Nur die wäre bestritten. Eine Erlaubnis, von der jetzt offen gesagt wird, ja klar, von uns gewährt, lässt sie sich auch zurückziehen, wenn die Gewerkschaft sich nicht nach unseren Wünschen von sich aus reformiert. Übrigens, wer bei der Lektüre der Zeitung auf sowas gestoßen ist, gerade nach dem außerordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall mit der Wahl dieser merkwürdigen Doppelspitze, dass sowohl der Kanzler als auch Gesamtmetallchef Kannegießer gesagt haben, auf Nachfrage, ja, wir brauchen starke und durchsetzungsfähige Gewerkschaften. Haben die gesagt. Soll sich nicht wundern. Das ist in der Tat so. Für ein Programm, wie Staat und Kapital jetzt für die Gewerkschaft veröffentlicht haben, und das wirklich ein paar Neuerungen für Deutschland enthält, dafür braucht es in der Tat eine starke und durchsetzungsfähige Gewerkschaft. Sie muss nämlich in der Lage sein, das Programm gegen ihre eigenen Mitglieder durchzusetzen. Und zwar möglichst so, dass die nicht geschlossen das Weite suchen. Insgesamt ist damit die Gewerkschaft vor eine Alternative gestellt, die für sie neu ist. Übrigens an der Stelle, dass es nur um die IG Metall geht, aber in der Presse immer von den deutschen Gewerkschaften die Rede ist, löst sich ganz simpel auf, das Rätsel will ich auch noch kurz lösen, es löst sich darin auf, dass die meisten anderen deutschen Gewerkschaften längst dort angekommen sind, wo Staat und Kapital die IG Metall hinhaben wollen. Das ist eine einfache Geschichte. Also, vor folgende Alternative sieht sich die Gewerkschaft jetzt gestellt. Die alte Lizenz, die die Gewerkschaft ohnehin längst in nationalökonomischer Verantwortung interpretiert und praktiziert hat, soll aufgekündigt werden und durch eine neue Lizenz ersetzt werden. Neue Lizenz in Anführungszeichen. Die neue heißt, ihr dürft jetzt zusammen mit uns, also mit Staat und Kapital, die deutsche Wirtschaft nach unseren Vorgaben konkurrenzfähig machen. Daran dürft ihr euch beteiligen. Das ist eure neue Lizenz. Wenn nicht, dann seid ihr zu gesellschaftlicher Bedeutungslosigkeit verurteilt, IG egal. Klar, das ist jetzt der Punkt, den Margret vorhin gesagt hat. Mit dieser Alternative tut sich die IG Metall ziemlich schwer.
was Ihr Personalstreit im Übrigen zeigt. Immerhin wird mit der Aufkündigung der alten Lizenz und mit der Zuweisung der neuen das Grunddogma, die Grundlüge der Gewerkschaft von maßgeblicher Stelle angegriffen, von dem die Gewerkschaft immerhin ein Jahrhundert mit den genannten Modifikationen gezehrt hat. Irgendwie sind doch Kapitalinteresse, nationales Interesse und Arbeiterinteresse vereinbar. Was also im Letzten von der Gewerkschaft verlangt wird, ist, dass sie sich auch programmatisch zu der Position bekennt, die für sie eigentlich nicht so ganz neu ist, da sie sich praktisch in der Tarifpolitik schon immer auf dem Weg zu ihr befunden hat, nämlich sich als Gewerkschaft am Klassenkampf von oben zu beteiligen. Als Gewerkschaft. Dass sowas nicht geht, soll niemand sagen. So etwas ging tatsächlich so ähnlich schon mal. Fragt sich eben nur, wie sich die Gewerkschaft in Zukunft zu dieser Alternative stellt. Und eins ist auch klar, beide Seiten dieser Alternative sind für die Lohnarbeiter nix. Danke, das war's. Dieser staatlichen Einmischung in die Lohnarbeiterbenutzung, die der Staat heutzutage Weißt du, jetzt zieh doch mal einen Schluss aus dem, was du selber gesagt hast.
dann gilt sie wohl so nicht mehr. Punkt. Dann gilt wohl ein anderer Maßstab. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt über den neuen Maßstab was sagen muss, weil das ist, fällt wirklich in die Abteilung, die jetzt schon mehrfach von anderen entwickelt worden ist. Das ist... Ja, klar. Das ist ja nicht wie ein ehrendes Naturgesetz, dass das Kapital das machen muss. Ich habe ja gerade jetzt an dem einen Gesichtspunkt, ja, Gewerkschaften lassen wir zu, die sorgen dafür mit ihren Forderungen, dass Arbeiterinteressen verfolgt werden, die in der Tat, so ist das objektive Resultat zu werten, nichts anderes hervorgebracht haben als eine Sorge für den Arbeiter als dauerhaft benutzbare Klasse. So, jetzt wird hinsichtlich des Wirkens der Gewerkschaft gesagt, nee, das halten wir nicht mehr für, dieses halten wir nicht mehr für notwendig. Das wollen wir nicht mehr. Diese Lizenz wird in dem Punkt in Frage gestellt, in anderen übrigens auch, aber ich habe hier nur mal die zum Gegenstand gehabt. Vielleicht kann man das noch um einen Punkt ergänzen, was das eigentlich heißt, benutzbare Arbeitsklasse, Arbeiterklasse. Das hat ja die Seite des Könnens, aber es hat ja auch die Seite des Wollens. Und wenn Staat und Kapital jetzt so radikal sich auf den Standpunkt stellen, die Gewerkschaft als Organisation der Arbeiterklasse und den Flächentarifvertrag als Organisation des Lohns ist nur noch als Hindernis zu betrachten, dann fällen sie gleichzeitig auch das Urteil über die Arbeiterklasse, wie sie geht und steht, so, ob das jetzt stimmt oder nicht, will ich mal dahingestellt sein lassen, das ist aber der Inhalt dessen, was sie sagen, dass offenbar sie eins nicht befürchten, dass wenn sie mit der Gewerkschaft so umgehen, eine irgendwie relevante Zahl von Leuten sagt, dann gründen wir halt eine neue, weil mit der kann man ja nichts mehr anfangen. Also dass die Funktion der Gewerkschaft, die ja in vor 20, 30 Jahren immer hochgehalten worden ist, Ordnungsmacht hieß das, die sorgt für sozialen Frieden, die Lohnregelung, die sie abschließt, bringt Ruhe in den Betrieb. Der Streik findet als ein geregeltes Wesen statt und nicht als wilder. All diese Form von spontaner, sag ich mal, Unbotmäßigkeit von Kollegen, die sich was nicht gefallen lassen, ist wunderbar geregelt, weil das findet ja alles in der Gewerkschaft und unter gewerkschaftlicher Obhut statt. Wenn man jetzt mit dieser Organisation so umgeht, von Staat und Kapital aus, dann scheint man ja wenig zu befürchten, dass die Mitglieder dieser Gewerkschaft sagen, ja, von der Organisation können wir uns nichts mehr versprechen, dann brauchen wir halt zur Wahrnehmung unserer Interessen gegen das Kapital eine andere. Man kann ja sogar, wenn man sich anguckt, wie das öffentlich lanciert wird, entdecken, dass die ein gegenteiliges Bewusstsein aufrufen und nutzen können, offenbar. Also in einer alten Publikation von uns, dem Bürgerlichen Staat, steht im Paragraphen 5, dass der Staat der Arbeiterklasse gegenüber immer auf Konkurrenz drängt, gegen das Vertreten eines Klassenstandpunkts. Und das ist so aktuell wie nie zuvor. Die Agitation für die Gewerkschaftsfeindlichkeit besteht im Mobilisieren eines durchgeknallten Konkurrenzstandpunkts von Proleten. Die werden aufgerufen, sie hätten doch viel bessere Chancen auf Beschäftigung, wenn sie endlich allein mit ihrem Chef ausmauscheln könnten, für wie viel Vertrauenslohn sie wie viel Vertrauensarbeitszeit ableisten. Das ist richtig die Tour. Es wird die vom Kapital veranstaltete Konkurrenz der Arbeiter und Arbeitslosen. Die wird als Standpunkt abgerufen. Darauf soll man sich stellen als Lohnabhängiger. Darauf soll man setzen. Und soll neben Sozialvorsorge, Zwangskassen, ungefähr so schlimm wie Zwangspfand,
auch die Gewerkschaften eigentlich auf den Müllhaufen der Geschichte werfen. Es sei denn, man lässt sie so vorkommen, wie es der Däubler vorschlägt, mehr so als betrieblicher Vertreter von Versicherungsberatung und so. Und das Zweite zu deiner Frage, es ist ja so, wenn du immer sagst, es gab doch mal diese Funktionalitätsüberlegung. Da musst du aber auch schon sagen, es war eine Funktionalitätsüberlegung. Also es sollte eine brauchbare Klasse sichergestellt werden, das heißt aber fürs Gebrauchen. Und der radikale Standpunkt der Effizienz, der Funktionalität, der derzeit gilt, ist, dass die Vorkehrung für die Brauchbarkeit der Grund für das Unterbinden des Gebrauchens sei. Das ist das, was dieser Agenda 2010 sagt. Die sozialen Systeme und die Korrekturmethoden des Lohns und der Leistung durch die Gewerkschaft sind zu dem Grund für die Arbeitslosigkeit geworden. Ja, wer das sagt, der sagt wirklich, die bisherigen eingeführten Verfahren des Funktionalerhaltens einer Arbeiterklasse sind das Hindernis, sie in Funktion zu nehmen. Da, meine ich, kommt der Radikalismus her, dass die Politik den Standpunkt, den das Kapital, der Redner hat gesagt, von Natur aus hat, da hat er schon irgendwie recht, dass die Politik den Standpunkt dieses Kapitals, den es von Natur aus hat, heutzutage nicht nur unterstützt, sondern fast aufruft. Ich wollte noch was zum Market sagen und dann war da eine Wortmeldung. Noch eine Ergänzung. In der Tat, Gewerkschaft geschätzt als Ordnungsmacht, die für sozialen Frieden darstellt. Übrigens, allein schon an diesem Urteil, deswegen sei Gewerkschaft schätzenswert, kann man die ganze Gewerkschaftsableitung und ganze Gewerkschaftskritik aufhängen. Diese Schätzung als Ordnungsmacht war natürlich in den vergangenen 30 Jahren immer irgendwie verbunden damit, dass die Gegenseite zu einem Zugeständnis bereit war. Na klar, das und das wurde erkämpft und wenn es ein Zugeständnis gab, dann war klar, die Gewerkschaft sorgt dafür, dass es alles ordentlich über die Bühne geht, nicht aus dem Ruder läuft, also Ordnungsmacht. Jetzt, das ist das Neue, wird Ordnungsmacht geschätzt, allerdings ohne Zugeständnisse. So, daraus folgt was. Ich habe gesagt, ja, das braucht die Gewerkschaften, dafür wird sie noch geschätzt, dass sie das Zeug gegen die Leute durchsetzt, ohne dass die weglaufen. Dazu noch ein Zusatz. Ja, wo laufen sie denn hin, wenn sie weglaufen? Wo laufen sie denn hin? Leider nicht in diese Räumlichkeiten hier, um sich anzuhören, was gescheit wäre und was man tun könnte. Sie laufen hin zu den bürgerlichen Parteien, sie laufen zu den Betriebsvertretern, den Betriebsräten und Vertrauensleuten und holen sich dort die Argumente gleichfalls ab, warum es unbedingt notwendig ist, dass zur Erhaltung der Arbeitsplätze der Lohn geopfert werden muss. Sie holen sich dort dieselben Argumente ab, die inzwischen auch von der Gewerkschaft erwartet werden. Naja, und wenn es denn leider so ist, ist es letztlich auch egal, wer der sozialökonomische Pädagoge an dieser Front ist. Ob die Gewerkschaft, ob die Betriebsführung, die Schulen, das Kapital oder der Staat. Du warst dran. Entschuldigung. Ja, eine Ergänzung, ein Hinweis vielleicht und dann möchte ich einen Hinweis gerne versuchen mit einer Frage.
die stabilisierenden, fehlerbetriebliche stabilisierende Funktionen der Gewerkschaften haben wir jetzt gehört. Es gibt natürlich noch eine andere Komponente. Ja, es gibt noch die andere Komponente, die stabilisierende Funktion innerhalb ganzer Industrien. Wenn die Berührung des Notniveaus, die den Unternehmern bisher natürlich auch verpasst haben, das auch deutlich wird in den Aussagen dahingehend, dass eben Gewerkschaftsarbeit trotz allem noch befürwortet wird. Die Frage, die sich hier stellt, ist natürlich die nach dem Warum der Änderung, der jetzt erfolgt Änderung der Teilen, Veränderung der Adjustierung der Nuancen, die sich dann verändern. Wenn sich die Gewerkschaft schon sehr früh ihrem Wesen nach verändert hat, wie der Hauptredner angeführt hat, und jetzt eine Veränderung erfolgt, die die Gewerkschaften so zunächst mal vielleicht nicht wahrnehmen wollten, was jetzt allerdings mit gewaltsam in sie hineingeprügelt wird, dann stellt sich die Frage, was und warum. Ich denke, das kann man jetzt kritisieren, ich denke, das hängt zusammen mit tatsächlich mit dem Schimpfwort Globalisierung, nämlich tatsächlich der enormen Bedeutung der Partikularinteressen der großen Unternehmen, der multinationalen Unternehmen, die nicht mehr auf einer nationalen, deutschen und so weiter Ebene eine Durchsetzung ihrer Interessen verfolgen, sondern wirklich, das ist jetzt im Augenblick, Daimler Chrysler und andere sind das Beispiel, es wirklich um den ganz Globus entspannende Netzwerke geht, die um ihre eigenen Interessen kämpfen. Also nicht mehr um den gesamten Maschinenbau und so weiter. Die Frage, die sich jetzt damit verknüpft, wenn es tatsächlich sich eigentlich nur um eine graduelle Verschiebung handelt, wenn also die Gewerkschaft von vornherein in ihrem Wesen nach anders sich entwickelt haben, als sie zunächst gewünscht, erwünscht, geplant und so weiter waren, dann stellt sich natürlich die Frage, warum, wie es der Hauptredner beim letzten Mal gesagt hat, warum es eigentlich zu einem Optimismus kommen sollte oder zu einem nochmal sich fragen. Also warum sollte eine Gewerkschaft, die sich dem Wesen nach so sehr verändert hat, wie sie sich verändert hat, wir haben es ja gehört, warum sollte sie sich radikal umgesinnen und nicht sich einfügen in die Machtstrukturen des katholischen Systems? Warum also eine tatsächliche Besinnung, eine Einsicht, ja, und nicht, warum sollte ein Betrachter von außen nicht pessimistisch gestimmt sein? Also das mit dem Weines Wurst ist. Mit dem Optimismus und dem Pessimismus, das stelle ich mal einen Moment zurück. Der Hinweis auf die Globalisierung, natürlich hast du einerseits da was getroffen. Ich habe ja schon gesagt, dass die Gewerkschaft, ich will das jetzt nicht als Weltmarkttheorie vorstellen, die Gewerkschaft lässt sich das Argument einleuchten. Soweit ist es erstmal hier von Interesse, dass eben nicht nur Maßstab ihrer Forderungen das Interesse, der Erfolg des einzelnen Geschäfts ist, der Branche, die du noch eingefügt hast, sage ich gleich noch was zu, sondern die Lage dieser Branche, des Geschäfts in dem Standort Deutschland, in dieser Nationalökonomie und noch einen Schritt weiter habe ich herangehängt und ihrer Rolle, die sie auf dem Weltmarkt spielen will, mit ihren Multis, möglichst anderen den Reichtum klauen. So, das ist der Maßstab, an dem sie sich mit ihren Forderungen messen lassen soll. Wie die im Einzelnen aussehen, er nimmt sich nicht dem Weltmarkt, sondern nimmt sich dem, was der Betrieb und was der Führer Schröder hier den Proleten verordnen. Soweit hast du recht. Du hast Unrecht, wenn du behauptest, oder wenn du mich verstanden hast am Schluss, ich hätte gesagt, hier findet eine radikale Änderung der Gewerkschaft. Ich habe das Gegenteil gesagt. Ich habe gerade das Gegenteil gesagt. Ich habe gesagt, um diesen Schritt zu vollziehen,
Da muss die Gewerkschaft gar nicht mehr viel machen, weil sie zu diesem Schritt immer schon auf dem Wege war. Das, was sie machen muss, ist, sich davon zu verabschieden, dass sie all das, was sie treibt, in der Form, die die Lizenzen, die drei Lizenzen, ihnen vorgeben, vertritt. Und wenn sie das durchstreicht, dann bleibt eben nichts mehr anderes übrig. Und das wird ja auch von ihr verlangt, als dazu zu bekennen, sie hat dazu da zu sein mit ihrem Wirken, den nationalen Standort, die einzelnen Betriebe und Branche weltmarkttauglich voranzubringen. Also das, ich wollte gerade umgekehrt sagen, da ist keine radikale Neuerung, sondern da ist sie immer schon auf dem Weg und das soll sie bitteschön auch tatsächlich offen zum Programm machen, was praktisch eigentlich schon das Resultat meiner Analyse war. Ich mache jetzt noch einen ganz kurzen Hinweis, weil du den Hinweis Branche angesprochen hast. Das ist vielleicht ganz wichtig. Branche heißt ja tarifpolitisch, da ist der Flächentarifvertrag zuständig. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht verwirrt wird über die vielen Mitteilungen, die man dazu liest. Da liest man nämlich einerseits, der Flächentarifvertrag sei überholt. Es sollte eigentlich der Flächentarifvertrag ersetzt werden durch lauter Betriebsvereinbarungen, die nichts anderes zum Inhalt haben, als das bestimmte Interesse dieses Betriebes in der Branche, auf dem Standort, auf dem Weltmarkt etc. Auf der anderen Seite liest man aber durchaus aus derselben Richtung, von denselben Einrichtungen. Nein, ich könnte wieder Herrn Kannegießer zitieren, den Flächentarifvertrag, den wollen wir gar nicht abschaffen. Der hat durchaus seine Vorteile. Beides ist richtig. Und dazu noch eben vielleicht ganz kurz, damit man da nicht irre wird. Was wird geschätzt an den Öffnungsklauseln? Übrigens Fußnote zu den Öffnungsklauseln. Die sind Anfang der 70er Jahre auf dem Mist der Gewerkschaften gewachsen. Die haben die Gewerkschaften damals gefordert, weil sie zu einem Zeitpunkt, wo es auf dem Arbeitsmarkt noch ein bisschen anders aussah, übertarifliche Zahlungen der Betriebe in die Tarifverträge hineinnehmen wollten. So, inzwischen hat sich das Ganze ein bisschen geändert. Jetzt ist der Hinweis Öffnungsklausel sozusagen der Kampfbegriff der Gegenseite. Es soll nichts gefordert werden. Und die Gefahr besteht ja bei einem Tarifvertrag, der mal gleich die ganze Branche in einem Tarifbezirk betrifft, was an dem Interesse, Profitinteresse des einzelnen Betriebs vorbeigeht. Das ist das, was schwer vom Standpunkt des Kapitals für die Öffnungsklauseln spricht. Jetzt gibt es aber vom Standpunkt des Kapitals auch einiges, was zumindest jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt, wo die Gewerkschaft sich in dieser Weise entwickelt hat, wie gesagt, schwer für die Flächentarifverträge spricht. Für die Flächentarifverträge spricht zum Beispiel, dass auf diese Art und Weise die Branchen Planungssicherheit haben. Kein Wunder, wenn der Maßstab gilt, den ich vorhin zitiert habe. Wenn sowieso die Tarifverträge nur Forderungen enthalten, mit denen die Betriebe einverstanden sind, dann ist in der Tat die betriebsübergreifende Formulierung irgendeines Rahmens oder irgendeines Resultats Planungssicherheit für die Betriebe. Ich lasse es mal dabei stehen. Was ist noch? Kannegießer sagt, der Flächentarifvertrag hat den großen Vorteil, dass er uns die Kosten der einzelbetrieblichen Lohnverhandlungen erspart. Da muss ja jeder einzelne Betrieb sich dann zusammensetzen mit den Betriebsräten oder den Gewerkschaftern auf Betriebsräte. Das kostet Zeit, das kostet Räume, das kostet also Geld. Fürchterlich. Ausgehend von der Sicherheit. Es kommt sowieso das raus, was wir wollen. Können wir uns auch diese Kosten sparen. Und der dritte Vorteil des Flächentarifvertrags, der natürlich immer nur heute entdeckt wird, früher ist er mal nicht so betrachtet worden, heißt, naja, auf diese Art und Weise werden Tarifkonflikte aus den Betrieben rausgehalten. Es soll ja vielleicht noch vorkommen, dass es in irgendeinem Betrieb noch einen Betriebsrat oder eine Belegschaft gibt, die sagt, nee, wollen wir nicht.
ja, dann würde ein Flächentarifvertrag auch gegen diese aufmüpfige Belegschaft in der Tat in Anwendung gebracht werden. Also am besten ein Flächentarifvertrag, der das Plus und das Minus, also der das Plus des Tarifvertrages mit dem Plus der Öffnungsklauseln aufs Produktivste verbindet. So löst sich dieses Hin und Her auf. Eine Sache ging mir ein bisschen zu schnell, das ist dein Stichwort Globalisierung. Da würde ich dann schon gerne dazu sagen, auf was du da verweist. Du sagst, es gibt multinationale Konzerne, die veranstalten auf verschiedenen Standorten, auf denen sie unterwegs sind, eine Konkurrenz der Löhne und nutzen die aus. Sie sind die Veranstalter und Ausnutzer. Ja, daraus folgt überhaupt nicht zwangsläufig die Konsequenz, die eine nationale Gewerkschaft wie die deutschen Gewerkschaften daraus zieht. Ganz im Gegenteil. Sondern glatt das Gegenteil könnte man auch folgern. Dann ist offenbar die Konkurrenz der Standorte in Sachen Lohn ein Mittel des Kapitals, also muss man gegen diese Konkurrenz sich aufstellen. Ja, könnte dann mal so ein Satz. Auch ob man dazu gleich eine europäische Gewerkschaft gründen muss. Ist doch scheißegal, ob die Dinger immer noch CGT und DGB heißen, die müssten doch bloß denselben Standpunkt vertreten. Die bräuchten doch nicht mal eine neue Organisation, wenn sie sagen, wir lassen uns von denen mit ihrer Konkurrenz nicht gegeneinander ausspielen. Das wird man ja sogar noch übersetzen können. Jetzt muss ich aber intervenieren. So richtig dein Argument ist, es darf nicht verstanden werden als Ratschlag an diese Gewerkschaft. Nein, das nein. Habe ich, wollte ich vorhin klar gemacht nein, haben. Das ist unser Feind. Es ist bloß so, es gibt, ich sage das deswegen, ich unterstelle dir das nicht. Aber es gibt eine Sorte, da sagen die Leute nur noch das Wort Globalisierung. Und damit ist klar, dass man so handeln muss wie diese Arschlöcher. Dazu braucht es eines gewaltigen Beschlusses. Und der heißt, man stellt sich zur Konkurrenz der Löhne, die die transnationalen Konzerne veranstalten und ausnutzen. Nicht vom Standpunkt der Mitgliedschaft einer Gewerkschaft, sondern vom Standpunkt seines heimatlichen nationalen Standorts. Und man will für den was rausholen. Und dann fängt man an, gegen seine Mitglieder Löhne für den Standortwettbewerb zurechtzuschustern. Das ist keine Notwendigkeit der Globalisierung, sondern das ist eine Konsequenz des Nationalismus von Gewerkschaften.